Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Mannerlords. Und ja, Leute, I'm finished cooking. Also ich habe jetzt super viel Zeit darin investiert in dieses Game. Und ja, yeah, Leute, wir werden ein bisschen austicken, dass ich das jetzt sage. Ich habe eine Build-Order gebaut. Wie man dieses Spiel spielen kann, sollte, etc. Also ich habe jetzt einfach eine Build-Order für mich selber gebaut. Einerseits, weil ich ultra viel Spaß habe bei sowas. Das ist so, dass die Build-Order extra so gebaut ist, dass das egal, welche guten Ressourcen ihr habt, quasi, das wird immer funktionieren und somit könnt ihr alle Gebiete einnehmen. Und das ist dann sehr, sehr stable, das Bild und so weiter. Und es ist auch kein Cheesing oder irgendwas Kompliziertes. Ich glaube, ihr könnt dann trotzdem noch, zum Beispiel bei Farming gibt es so ein fettes Rabbit Hole. Das bin ich überhaupt nicht angegangen. Also ich mache auch kein Cheese oder sonst irgendwas. Ich mache auch kein Reassignment und sonst irgendwas. Ich baue ein Gebäude weise zu und vergesse das Gebäude. Ihr werdet sehen. Und was ich auch hoffe, dass viele Leute von euch, die zumindest das Spiel auch spielen und erstmal weiterkommen wollen, dass ihr jetzt so einen Effekt habt wie, wow, ich wusste gar nicht, dass das geht oder wie das geht. Bei super vielen Guides, die ich mir angeschaut habe, sind teilweise Fragen gar nicht beantwortet worden oder Tricks, wo ich jetzt gemerkt habe, ey, jo, das geht oder hä, das ist da möglich. Ich hoffe, diesen Effekt habt ihr auch. Und wir nehmen den Hermann. Wir nehmen VPNV, ja. So, weil ich will hier ordentlich loslegen. Wir machen Standard. Ich habe jetzt nicht ausprobiert, ob es mit anderen funktionieren würde, mit anderen Schwierigkeitsgrenzen, aber wäre vielleicht eine Idee, das mal in Zukunft anzugehen. So. Als allererstes, wenn wir spawnen, das empfehlen halt super viele und ich vertraue einfach mal drauf, dass das so viel bringt, ist einen weiteren Ochsen zu bestellen. Und man kann das Zelt für Obdachlose upgraden. Das wusste ich gar nicht. Und damit hat man automatisch 5 Wohnraum, was den Start ultra schnell macht, weil ich habe immer erst 5 normale hier Burghäfen gebaut, was halt echt nicht so effektiv ist. So, dann mache ich einfach immer hier eine Straße rum und um das Startzelt einfach mal auch eine Straße, damit hier quasi so eine Anfangsstraße ist. Und dann plane ich erstmal. Und zwar zum Beispiel den Weg zur Hauptstraße ist auf jeden Fall gut. So. Und so, sag ich mal, an Waldrändern so ein bisschen. Das heißt, jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen mal. Dann sind hier ein paar Bäume. Einfach um so, sag ich mal, gezwungenermaßen eine kleine Vorlage zu haben, wo dann quasi dran gebaut werden kann. Genauso wie jetzt dann hier zum Beispiel. Machen wir hier mal noch, sag ich mal, so eine Zwischenstraße. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Und meinetwegen hier noch eine Straße hin. Und dann haben wir erstmal ein bisschen was unterteilt. Klar, könnte man jetzt noch viel mehr unterteilen und so weiter. Aber das genügt erstmal für den Anfang, denke ich. So, jetzt, wir planen schon relativ früh unsere Felder. Und wir fangen an mit Weizen und gucken uns an, okay, wo werden wir hier Weizenfelder bauen können? Und sieht schon sehr aus, als ob wir das hier machen werden. Gibt es hier irgendwo noch Dreier plus? Nee. Aber wir können jetzt entweder hier bauen oder hier bauen. Ich würde tatsächlich damit anfangen, hier zu bauen. Und dadurch, dass wir da so viel bauen, würde ich vielleicht hier nochmal so eine Straße hinbauen. Und was wir jetzt machen, wir bauen ein Morgen. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das Morgen heißt. Aber das scheint wohl der Name zu sein. Okay, das sind nur 6. So. So. Ein Morgen an Feld. Dann machen wir noch ein Morgen an Feld. Ja. Hier die Straße ist noch nicht ganz perfekt. So. Vielleicht machen wir sogar hier mal eine Straße so dran. So. Und dann machen wir hier noch ein Morgenfeld. Es ist ein sehr weirder Name. Habe ich mir nicht ausgedacht, Leute.
So. Das wäre noch, obwohl, hier können wir noch ein Stück Feld mitnehmen. Bis hierhin? Ja, so ist. Wenn ich bis hierhin mache, dann. Ich will, dass das schön aussieht. so. Alles wieder zu viel. So. So wäre gut. Na komm, machen wir. Ich will jetzt hier nicht 10 Jahre dann verbringen, dass ich das perfekte Feld gebaut habe. Obwohl ich das eigentlich dann instant machen würde, normalerweise, lul. So. So. Jetzt haben wir 3 Felder mit jeweils einem Morgen. Und was wir schon mal machen, wir machen Fruchtwechsel überall rein. Weil ich will mich darum nicht kümmern. Wir machen einmal Weizen, dann einmal hier Weizen und einmal hier Weizen. Mit der Rotation hier jeweils erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr. Und das lassen wir einfach für den Rest des Games drauf. Einfach um hier Bescheid zu wissen. Note, weil ich das auch nicht wusste. Hier gibt es rechts dann die Möglichkeit zu sagen Gerste-Fruchtbarkeit. Also wir wissen, Gerste werden wir später hierhin bauen und hierhin bauen. Das wusste ich auch nicht. Aber das machen wir eh später. Also wir sind noch ganz nah am Anfang. So, dann jetzt fangen wir mal an mit Produktionsgebäuden. Wir fangen an mit Nahrung. Und das ist relativ easy, wo wir hier unsere Nahrungsplätze hinbauen. Nämlich hier an die Straße. Weil... So, wir sehen, hier sind Bären, hier ist Wildtier, deswegen einfach hier hinbauen. So, dann Holz würde ich tatsächlich, wo wollen wir das denn hinbauen? I guess hier hin, weil wir sehr viel hier bauen, an Holz dann abholzen können. Deswegen würde ich einfach mal das Ganze hier hinbauen. So, und dann lassen wir das einfach laufen, kriegen schon eine Nachricht. Ja, unser Ziel ist einfach, alles einzunehmen, was wir auch tun werden. Zumindest werde ich euch den Start zeigen. Also unser Ziel ist es, mit dem, ich glaube, 4. Jahr oder so anfangen können, Länder einzunehmen und so weiter. Also, ja, das ist ungefähr das Ziel. Vielleicht noch eine Info. Was sollt ihr an Einstellungen einstellen? Automatisch speichern habe ich auf 5 Minuten gestellt. Das einfach auf ja, weil, nee, Moment, das will ich deaktivieren. Das ist nicht die Standard. Okay, Reaktion Feindes, Pause. Das wird später relevant sein, wenn ihr irgendwann mal idlen werdet oder AFK gehen werdet, weil es könnte sein, dass ihr ja idlen müsst. Und das ist dann recht praktisch. Was aber ein bisschen doof ist, dass das Einnehmen, wenn ein Gegner dich annektiert, zählt das nicht als Reaktion. Deswegen habe ich automatisch Speichern alle 5 Minuten, weil du wirst dann irgendwann vielleicht wiederkommen und du hast einfach verloren. Deswegen lad dann einfach den letzten Speicherstand. Und das sind halt die restlichen Einstellungen, die ich halt habe. So, und jetzt lassen wir das erstmal bauen. Und zu jedem Gebäude, was halt gebaut wird, werden wir gleich eine Person zuordnen. So, einmal hier eine Person. Einmal hier eine Person. Und jede Zuordnung, fast jede Zuordnung, muss ich sagen, die ich machen werde, wird für immer bleiben. Also, keine Sorge. So, dann ja, ignorieren wir einfach, was die Typen hier schreiben, weil ich glaube, da gibt es noch nichts Großartiges zu machen. Den werden wir sowieso irgendwann mal kalt machen. So, die bauen das hier eben fertig. Am besten mit Holz starten, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, zack und zack. So, jetzt, ich pausiere kurz. Jetzt, was ihr machen könnt. Vielleicht erstmal den Brunnen. Und wir gucken, okay, wo ist Wasser? Und platzieren da einfach unseren Brunnen hin. Also jetzt einfach mal hier hin. So, dann könnt ihr schon mal einen Marktbereich bauen. Das sollte idealerweise in der Mitte sein, wo ihr bauen werdet. Also wir werden ja hier bauen, hier bauen, hier bauen, hier bauen. Deswegen ist, denke ich, hier eine gute Stelle für unseren Markt. Und wir wollen für den Anfang genügen halt einfach 24 Plätze. Deswegen brauchen wir da echt nicht, beziehungsweise für jede Siedlung genügen 24 Plätze. Deswegen, ja,
26 ist jetzt nicht schlimm. Dann machen wir einfach hier die 29 und sind an einer guten Straße. Hier kommt man überall gut hin. Hier dann oben hin, folglicherweise, ja. Ist das ein okayer Ort, hier den Marktplatz hinzubauen? Dann wollen wir einen weiteren Anbindebalken bauen. Und den bauen wir natürlich an die Holzproduktion. Ja, man könnte auch den hier verschieben, aber ich lasse den einfach in der Mitte, damit der relativ schnell Gebäude bebauen kann. Kriegen wir das irgendwie hin, dass der dann mit der Straße verbunden ist? Sonst machen wir einfach hier hin. So. Dann, Lagerhaus und Speicher. Empfehle ich einfach, oder bauen wir am besten immer an die Holzproduktion einmal. Und hier unten an die Nahrungsproduktion, dass die Sachen dann da auch direkt relativ nah gespeichert werden. Von der Holzproduktion. So, kann man spammen. Und gegebenenfalls wollen wir gleich den Speicher sogar noch früher bauen. Ich komme gleich dazu, warum. Ich überlege, ob ich das jetzt einfach abbreche. Aber ist egal. So. Wenn ihr Experte seid, hier sind die Vorräte. Das Problem bei den Vorräten ist, ich kann nicht irgendwie sagen, verschiebt die mal oder so. Und die werden gestohlen und die werden vergammeln. So, was ihr einfach macht ist, ihr assignt jemanden auf das Lagerhaus und dann werden die Vorräte hier runtergenommen. Wie ihr seht, wird das ganze Holz jetzt genommen. Ich weiß nicht, ob die Werkzeuge genommen werden und halt das Stein und so weiter. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Was vielleicht wichtig wäre, wäre das Brot, dass das nicht geklaut wird. Genau, aber das können wir sonst auch ein bisschen später machen. Erstmal Speicher. So. Lassen wir den jetzt hier erstmal bauen. Und dann können wir den gerne die Sachen, oder das Brot zumindest, in den Speicher laden lassen. Weil ich glaube, jetzt gleich kommt schon, ja, ungeschützte Waren. Ja, jetzt werden die durchnässt und die gehen dadurch kaputt. Ich glaube, das Brot geht dadurch kaputt. Deswegen meinte ich vielleicht Speicher zuerst. Aber jetzt ordnen wir erstmal eine Person zu. Und während der das einräumt, fangen wir schon mal an, 5 Häuser zu bauen. So, das Ziel bei 5 oder bei Häusern generell sollte sein, dass ihr immer, aber auch wirklich immer eine Hofstätte, nicht eine Hofstätte, sondern, wie nennt man das, einen Hinterhof habt. Und ihr könnt meinetwegen das hier so ein bisschen umändern, um die Anzahl zu verringern, weil jetzt zum Beispiel irgendwann kann ich die halt hier mit dem Plus, kann ich die dann erweitern, was einfach platzsparend ist. Deswegen könnte man das jetzt so bauen. Werde ich auch machen, weil das erste Haus, was gebaut werden soll, da wollt ihr gleich einen möglichst sehr großen Hinterhof bauen. Also was ich jetzt hier machen werde, kriegen wir das so hin. So. Okay, das ist jetzt nicht so groß. Wenn ich so mache. Ja, das ist zum Beispiel ein richtig fetter Hinterhof. Weil wir wollen gleich direkt zu Beginn einen sehr, sehr großen Garten bauen. Ich würde kurz pausieren. Oder zumindest langsamer machen. So. Ja, der ist nicht so groß, warte. Wie haben wir das eben gemacht? Ich meine so und dann einfach hier an die Ecke. Ja, das ist ein sehr großer Hinterhof. Und dann erhöhen wir einfach mal die Priorität. So, die Sachen von den Vorräten, die Werkzeuge sind jetzt nicht so wichtig. Ich glaube zumindest gehen die nicht kaputt. Das Brot geht, glaube ich, kaputt durch Wasser. Was auch natürlich Sinn ergibt. Klar, Werkzeuge gehen auch kaputt, weil die verrosten oder so. Aber, ja, Brot ist da definitiv anfälliger. So, alle Häuser hier, die wir gebaut haben, einen Hinterhof, die wir irgendwann bauen werden. Und das erste Haus, was wir bauen werden, deswegen habe ich die Baupriorität erhöht, man kann auch einfach das Haus zuerst bauen und dann den Rest. Das
kriegt dann gleich direkt einen Gemüsegarten, weil wir wollen möglichst viel Nahrung zu Beginn bekommen oder auch langfristig sehr viel Nahrung bekommen. Ist der Baum extra da noch am Stehen? Ist das normal? Keine Ahnung. Lassen wir einfach stehen, weil sieht schön aus. So ein kleiner Baum im Hintergarten. So. Dann scroll ich mal hier kurz runter, weil jetzt mit der Zeit solltet ihr dann auch aufsteigen. Schon direkt in ein kleines Dorf. Und hier kommen auch schon die ersten Personen dazu. Wir können schon mal anfangen. Also entweder wir warten, bis halt alle Gebäude gebaut wurden. Was auch grundsätzlich immer besser ist, aber dadurch, dass jetzt überall zum Beispiel das Holz schon geliefert wurde, die nur noch bauen müssen und Ochsen halt, sag ich mal, Bottleneck sind, deswegen auch zwei Ochsen zu Beginn, können wir eine Sägegrube bauen. Kriegen wir das irgendwie, weil das relativ klein ist. insert a specific joke here. Bauen wir schon mal hier hin, dass der das Holz dahin liefert, der Ochse. Genau, liefert das schon mal hin. Aber die bauen weiterhin die Gebäude zuerst. Wir können auch sonst meinetwegen die Priorität von der Sägegrube verringern. Gleiches gilt jetzt auch direkt für die Gerberei. Die platzieren wir neben unserem Nahrungsplatz, damit das Fell von hier der Tiere übergeliefert werden kann. So, erste Stufe haben wir erreicht. Und was ich nehme, ja, das ist alles OP, ich weiß, und so weiter. Ich möchte aber simples Gameplay haben. Ich nehme Fallenstellen, dass wir einfach mehr Fleisch bekommen. Fertig, aus. Ich habe keinen Bock, viel zu denken. Das mache ich nämlich generell relativ wenig. So, ja, Gerberei machen wir dann auf niedrig. Sägegrube sollte das nächste sein, was angegangen wird. Und da ordnen wir dann direkt auch schon Personen zu. So, die haben alle einen Hinterhof, wie wir hier sehen. Das wird später noch relevant werden. So, Sägegrube darf schon mal anfangen zu arbeiten. Gerberei, warten wir jetzt noch eine Sekunde. In der Zwischenzeit mache ich mir eben meinen Kaffee. Der steht hier. Muss aber nur noch mit ein bisschen Hufermilch bestückt werden. So, Packung aufbekommen. Aber genau, jetzt ordne ich zu. Was wir jetzt kurz, genau, jetzt Waffenlieferung, wir kriegen Waffen und wir werden auch super simpel die Gegner abtreiben können, das werdet ihr dann sehen. Aber ja, das sollte kein Problem werden, weil es kommen ja dann im Jahr 2, glaube ich, am Anfang, kommen Räuber und die kriegen wir easy weg. Also die kriegen wir echt richtig easy weg. Jetzt warten wir kurz, bis wir 25 Bretter haben. Das ist unsere Anzahl, die wir brauchen. Das heißt, wir schauen jetzt einfach hier, bis da 25 steht. In der Zeit nehme ich mir meinen Kaffee. Alter! Ich hätte beinahe nicht getroffen. Das wäre dann wieder Malheur gewesen, worauf ich keinen Bock gehabt hätte. So, und einen Schluck. Koffein. Oh. Ohne das kann ich einfach nicht. Ich glaube, in so einer Apokalypse wäre so eines der ersten Dinge, die ich einfach vermissen würde. Kaffee und Milch. So, ja, wir haben auch eine untätige Person, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir warten, bis wir 25 Bretter haben. Runter von der Sägegrube. Und jetzt bauen wir eine Kirche. Wo ist, glaube ich, sogar egal. Aber da wäre natürlich auch ein bisschen Roleplaying, wäre vielleicht ein bisschen... So hier ganz nett. Ist jetzt nicht so nah, aber so am Eingang vom Dorf macht schon, denke ich, einen netten Eindruck. Ne? Stell dir vor, du kommst in so ein Dorf und ist ja erstmal so eine nette Kirche. Na. Da freut man sich doch direkt. So, und das bauen wir auch direkt. Das wird nämlich jetzt eine Sekunde dauern. In der Zwischenzeit bauen wir weitere Häuser. Wir brauchen wieder 5 Stück, um... weil wir kriegen jetzt immer mehr Familien, weil unsere Approval einfach... über 50% ist, bauen wir immer weiter Gebäude. Zum Beispiel kriegen wir es hin, das nochmal zu splitten?
Nee, ich glaube nicht, deswegen, Alter. Okay, wir kriegen drei Häuser hin. Das ist okay. Brauchen wir nur 6 Bauholz. 5 Bretter brauchen wir noch, deswegen haben wir das assigned. Warum eigentlich? Wir werden es gleich sehen. Ich weiß es nämlich gerade nicht. So. Warten kurz, bis wir hier 6 Holz haben. Ich empfehle erstmal noch nicht zu upgraden. Also hier, dass man das hier macht, den Wohnraum erweitern. Das würde ich erst später machen, wenn man überall seine Gebäude hingebaut hat, wo man hinbauen möchte. So, dann gucken wir mal, wo wir hier noch 2 Gebäude reingequetscht kriegen. Actually hier hin, einfach so. Ja. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Platz. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, warten wir, bis wir hier die 4 Holz haben. Wir können die Priorität von der Kirche auch schon mal erhöhen. Lustiger Bug, wo einfach am Ende, wenn man was abbricht, die Baupläne immer noch dastehen. Und mehr ist halt mehr, ne? Ihr werdet irgendwann mal sehen, wir brauchen die Hinterhöfe. Und wenn da mal auch größere Hinterhöfe dabei sind, ist das gar nicht schlecht. Aber es sollte natürlich ein bisschen platzsparend sein, weil am Ende des Tages, je weiter wir die Häuser auseinanderbauen, desto mehr müssen die Leute laufen und das ist nicht so gut. Deswegen ruhig alles relativ kompakt um diese Mitte hier halten. Also, das also gerne machen. Hier plane ich schon mal gerne... eine Straße. So. Dann machen wir vielleicht hier gleich unser Bauernhaus und so weiter hin, dass das auch relativ in der Mitte ist. Und die Kirche ist gleich auch fertig. Und zack. Assignen. Und jetzt fangen wir an hier mit den Häusern. Und wir werden 2 Gebäude verbessern. Dazu brauchen wir... Boah, die haben... Ah, okay, das können wir verbessern. Genau, schaut einfach, welche von den Gebäuden könnt ihr verbessern. Manchmal könnt ihr nicht alle verbessern. Deswegen, es sollte aber eins sein, ohne diesen Gemüsegarten, sondern einfach nimmt 2 Stück mit einem leeren Hintergarten. So, was ihr auch machen könnt, ihr drückt Tab und sucht nach grünen Gebäuden. Könnte manchmal ein paar Sekunden dauern, bis das passt. Wir sehen, hier, die sind zum Beispiel grün. Das heißt, das können wir jetzt auch direkt ausbauen. So, haben wir einmal hier das Gebäude und hier das Gebäude. Ja, das muss man sich ein bisschen merken. Was ihr jetzt verbessert von den beiden Gebäuden, ist aber nicht so schlimm. So, dann warten wir kurz, bis das hier alles geupgradet ist. Und wir dann auch schon in die nächste Stufe gehen. Also ihr merkt, es geht relativ gut voran. Und ihr solltet innerhalb des ersten Jahres auf jeden Fall zu einem mittleren Dorf werden. Ah, so. Ah, ich glaube, ich weiß, warum wir die 5 Bretter brauchen. Jetzt weiß ich's. Ha, dazu müssen wir warten, bis wir ins nächste Zeitalter kommen. Ah, wir können es sogar jetzt schon machen. Obwohl, aber ich zeig kurz. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir verbesserte Tierverwertung. Verdoppelt die Menge an Fleisch, die von Jägern bezogen wird. Einfach nur, um Nahrung zu haben. Auf jeden Fall mehr Fleisch. Weil das halt nicht so sehr viel ist. So, jetzt bauen wir in einer der verbesserten Häuser. Deswegen brauchen wir noch die 5 Bretter, beziehungsweise 4 brauchen wir davon. Eine Bogner-Werkstatt, das sorgt dafür, dass wir jetzt passiv mit der Zeit Bögen bauen, die uns dann, wenn die Rebellen in einem, oder die keine Ahnung, Räuber, keine Ahnung, wie die heißen, wenn die in einem Jahr dann einfallen, dass wir, sag ich mal, Filler-Einheiten haben und Bogenschützen sind einfach gut, um die Gegner so ein bisschen zu veräppeln und so weiter. Und irgendwann mal werden wir das dann nutzen, um auch ein bisschen zu handeln. So. Jetzt, da langsam der Winter und das nächste Jahr beginnt, können wir schon mal ein Bauernhaus bauen. Und ich würde fast sagen, das bauen wir vielleicht hier. Warte, ist das? Wie viel Morgen ist das? Wenn das kein Morgen ist, also
Okay, das sind 0,8 morgen. Ich würde dann das hier verwenden. Gucken wir mal. Wo ist eine gute Effizienz? Okay. Also hier können wir das hinbauen. Ist jetzt nicht die perfekte Effizienz und so weiter, aber das ist auch nicht schlimm. Bauen wir auf jeden Fall, meinetwegen. Wo bauen wir das hin, dass das gut aussieht? Das ist ganz wichtig, dass es gut aussieht. Hierhin einfach. So, hier kommt das Bauernhaus hin. Und da weisen wir auch direkt zwei zu, weil jetzt mit dem Wechsel ins nächste Jahr werden wir das erste Feld schon bestreuen. Gut, wir sind immer noch im Sommer. Das heißt, da wird jetzt nicht sich sehr viel passieren. Wir sind relativ schnell. Also ist es nicht schlimm, wenn ein bisschen Leerlauf sein wird bei euch. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Upgraden hat nicht direkt funktioniert, ihr müsst noch ein bisschen warten. Obwohl, man sieht schon, ich könnte jetzt mindestens alle upgraden. Aber es kann ja sein, zum Beispiel, keine Ahnung, die Beeren sind hier hinten. Wir haben echt gut Glück mit dem Food. Wir haben sehr viele Beeren. Also es ist jetzt gar nicht schlimm, wenn ihr ein bisschen länger braucht. Aber grundsätzlich sollte alles mit spätestens Ende des Jahres fertig werden. Und dann könnt ihr hier die schon mal zuordnen. Und die jetzt vergessen, dass wir langsam an Nahrungsproduktion kommen. So, als nächstes fangen wir mit dem Handelsposten an. Den solltet ihr an die Main Road bauen. In diesem Falle ist das hier unsere Main Road. Wird, glaube ich, irgendwie Königsstraße genannt oder so. Keine Ahnung. Und die bauen wir dann einfach mal. Den Handelsposten bauen wir einfach mal hier hin. Das ist auch relativ gut, weil hier ist das Lagerhaus und hier ist der Speicher. So viel Weg haben die nicht, genauso wie zum Marktplatz. Das ist alles relativ nah beieinander und das sollte immer so das Ziel sein, dass die, sage ich mal, wichtigen Gebäude auf jeden Fall rankommen. So, jetzt beim Handelsposten. Ich weiß nicht so ganz, wie das funktioniert, genauso wie Regionsvermögen. Es scheint so, wenn ich das baue, den Handelsposten, dass dann automatisch das Vermögen hochgeht mit der Zeit. Oder ich weiß nicht, woher das Vermögen kommt. Aber wir brauchen auf jeden Fall den Handelsposten, für jetzt eine Kleinigkeit schon mal einzustellen und für später. Da werden wir auch eine Person assignen. Und wir stellen schon mal ein, jetzt nicht wundern, wir exportieren Bretter und Stein und zwar mit einem Überschuss von 100. Das heißt, sobald wir 100 Bretter haben und 100 Stein, fangen wir das an zu verkaufen. Jo, das wirkt jetzt ein bisschen, höre mal, wir haben nicht mal einen Stein oder ein Brett. Warum sollten wir das denn jetzt hier verkaufen? Keine Sorge, ihr werdet irgendwann mal davon genug haben. So. Aber dass ihr das einfach einstellt und vergessen könnt, das ist so das Ziel meiner Build Order. Oder zumindest, dass ich halt einfach dann das Ganze vergessen kann. So, jetzt zum Forsthaus. Das bauen wir hier auch einfach zum Holzgebiet. Und hier müssen wir jetzt kurz warten, bis das gebaut ist. Das heißt, wir müssen auch warten, bis wieder neue Personen ins Dorf kommen. Wir haben, wie gesagt, wieder über 50% Zufriedenheit. Das heißt, pro Monat sollte, ja, ihr braucht das eigentlich hier nicht bestücken, weil das Feld rotiert eh gleich. Von daher ist das eh erstmal egal. Das heißt, das nächste Feld würde das hier sein, was angepflanzt wird. So, und jetzt müssen wir in einem Monat. In einem Monat kommt immer eine Familie dazu. Wenn man über 50% ist, wenn man über 75% ist, kommen zwei Familien dazu. Das heißt, mit der Zeit wird es auch viel, viel schneller gehen. Von daher, wie gesagt, nicht wundern, wenn ihr ein bisschen langsamer seid, ist das gar kein Problem. Das gleicht sich alles so ein bisschen mit der Zeit aus. Weil ich bin dann zum Beispiel an anderen Stellen, werde ich ein bisschen langsamer sein, sei es bei, okay, das ist schon echt guter Spawn. Also okay, ich habe jetzt nicht so krasse Felder. Das wird später irgendwann mal so ein bisschen problematisch sein. Aber ja, also wie gesagt, jede Region hat halt Stärken und Schwächen, aber meine Build-Order ist darauf ausgelegt, einfach, dass es immer funktioniert und dass ihr einfach super easy durchs
Game kommt, ohne großartig nachdenken zu müssen, was ich immer super finde. So, ja, das Wort jetzt zur Branche und das Wort jetzt zu Weizen. Das heißt, die sollten jetzt anfangen, hier genau zu säen und so weiter. Automatisiert. Hab das extra halt so ein bisschen getimt, dass jetzt normalerweise du anfängst, erst das Bauernhaus zu bauen. Wie gesagt, wir sind echt schnell. Was auch zeigt, dass wir jetzt nicht instant das Forsthaus bauen können, weil einfach die Family, die neuen Families nicht so schnell dazu kommen. Das ist halt jetzt der Bottleneck gerade. Und jetzt sollten die halt normalerweise anfangen, was sie halt auch jetzt tun. Folglicherweise ist das jetzt alles schon automatisiert. Fun Fact, falls ihr selber irgendwann mal Build Order so machen wollt, ich rechne pro Morgen 2 Familien ein. Das passt locker. So wie ich verstehe, kann man das, glaube ich, auch noch anders rechnen. Und man soll die eigentlich auch weiter unterteilen. Das heißt, man macht nicht einen Morgen, sondern würde 3 0,3er Morgenfelder machen, ungefähr. So, also, wie gesagt, aber Felder ist nochmal, sag ich mal, so ein anderes Rabbit Hole, wo wir jetzt nicht reingehen wollen. Wir wollen es basic halten. So, Forsthaus. Hier, ich habe mich, glaube ich, täuschen lassen von unbegrenzter Arbeitsbereich. Ich dachte, dann fängt er einfach an, hier überall Holz zu platzieren, vom Forsthaus aus, aber der scheint dann einfach quasi, als wenn man so klicken würde, das zu bauen. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen machen wir das Forsthaus hierhin oder den Arbeitsbereich, dass die da Bäume pflanzen, dass das Holzfällerlager hier direkt hochgehen kann und das Ganze einsammeln kann. So. Und jetzt machen wir wieder ein Assignment an die Sägegruppe, dass auch mit der Zeit die Bogner-Werkstatt hier Sachen produzieren kann. Jetzt upgraden wir wieder unsere Häuser. Wir wollen 10 Häuser bauen. Das heißt, wir wollen, dass hier oben 25 steht. Das können wir natürlich auf mehrere Weisen machen. Ich würde aber erstmal wieder ein paar Häuschen bauen, dass wir den Platz schon relativ früh hier ausnutzen. So, kriegen wir hier 2 Häuser hin. Das sieht doch sogar schön aus. Ich meine, Schönheit ist auch immer ein wichtiger Aspekt, weil wenn es schön aussieht, macht es auch mehr Spaß. So. Das sieht auch gut aus. Wenn ich es so mache, nee, kriegen wir nicht mehr Häuser. So, das heißt, jetzt brauchen wir noch 4 Häuser. Kriegen wir irgendwo noch 4 Häuser reingeklatscht? Jo, das sieht gut aus hier. Und vielleicht... hier ist das Problem, dass wir keinen Hinterhof haben. Jedes Haus sollte Hinterhöfe haben, was ihr baut. Ne. Gucken wir, wenn wir erstmal von hier starten. Nö. Nö. Okay. Müssen wir vielleicht das so bauen? Ja, das sieht so aus. So, jetzt brauchen wir noch 2 Häuser irgendwo. Wir können mal gucken, wenn wir hier hinbauen. Kriegen wir da 2 hin oder nur 1? Okay. Kriegen wir nur 1 hin? Okay. Huh? Warum lässt er mich da nicht... Warte. Okay, so ging es auch. Aber ich finde das eigentlich schon cool, wenn das so zur Mitte zeigt. Deswegen machen wir vielleicht mal... ich hab das Holz doch. Warum beschweren Sie sich? Sir? Nicht genug Material. Will ich ja auch nicht, weil ich will das machen. Wo ist hier Ihr Problem? Ne. Müssen wir es so machen? Ja, das ist aber doof. Mann, ich will das aber, dass das so geht. Ey! Ja, besser als anders. So. So, jetzt brauchen wir aber noch ein Haus.
Und ich, ja, können wir mal gucken, wo können wir noch eins hinbauen. Vielleicht sogar hier hin. Ah, nee, das würde kein... So. Ja, ich glaube, hundertprozentig hab ich das noch nicht so ganz verstanden, wann man hier welche Häuser bauen kann. Aber da bin ich, glaube ich, nicht alleine, wenn ich so mir manche Let's Plays angeschaut habe, die hier gar nicht strugglen oder gar nicht checken, wie das geht mit Häuser bauen. Lul. Erstmal ganz Community-Trash-Talken, so muss das. Aha, nee. Okay, ich muss aufpassen, weil der sagt, nicht genug Material. Dass ich nicht mich davon beeinflusse. Ah! So. Und damit hätten wir plus 10. 15 plus 10 macht 25. Und das Ding lassen wir jetzt erstmal laufen. So. Jetzt, während das hier alles läuft, mehr Leute kommen dazu. Wir kriegen Bretter. Forsthaus, nicht Forsthaus, Sägegrube macht jetzt Bretter. Damit macht die Burgner Werkstatt Bögen. So dass wir auch langsam Militär schon produzieren. Und ja, sieht ja erstmal alles ganz gut aus. Jetzt, wir sollten mit der Zeit Regionsvermögen haben. Ich weiß nicht, wir werden ja jetzt noch nichts handeln, weil wir haben noch nicht 100 erreicht. Entweder es buckt und der verkauft die trotzdem über den Markt oder wir generieren sonst irgendwie Regionsvermögen. Aber unser Regionsvermögen sollte jetzt mit der Zeit steigern. Ich weiß nicht, warum es sich steigert. Aber es scheint so. Weil, jetzt sollten wir eigentlich gleich, was ich herausgefunden habe, ein bisschen Vermögen bekommen. Genau, weil Moment, wir hatten, sonst müssten wir eigentlich jetzt 15 haben. Wir haben irgendwo zwischendurch 3 Vermögen bekommen. Ich weiß nicht woher, aber wir haben es bekommen. So, wir warten kurz, bis das hochgeht. Sollte nicht zu lange dauern. Zwischenzeit können wir schon mal hier unserem schönen Dorf zuschauen, was hier gerade am Wuchsen ist. Wir haben für 9 Monate Ressourcen. Wir haben richtig viel Nahrung. Beeren, Fleisch. Klar, Beeren wegen dem reichlichen Vorkommen, Fleisch wegen Dings. Und irgendwann kriegen wir auch Gemüse durch den Garten hier, weil der so groß ist. Brennholz sowieso auch sehr gut, da wir seit Beginn produzieren. Und unser Vermögen ist wieder hochgegangen, wie wir gerade gesehen haben. Also, ja. Also hier ist wieder der nächste Bottleneck, weshalb wir sowieso warten müssen. Also es hat uns jetzt nicht direkt gebracht, dass wir relativ schnell ins nächste Zeitalter, ich nenne es jetzt einfach mal Zeitalter, gegangen sind oder gekommen sind. Sondern es gibt sowieso irgendwelche Bottlenecks. Von daher gleicht sich das mit der Zeit sowieso aus. Also ihr macht dann, keine Ahnung, ihr baut gerade noch so die Häuser und ich bin schon längst fertig, aber euer Vermögen ist dann auch vermutlich erst dann da, wenn ich damit fertig bin. So. Und in der Zwischenzeit wird halt hier, werden schon mal die ganzen Häuser gebaut, was gut ist, dass wir richtig stark am Boomen sind. Und es wird eine Zeit kommen, besonders, ich glaube, im nächsten Zeitalter, wenn es ein großes Dorf ist, da werden wir erstmal nicht upgraden, lange Zeit nicht, weil wir dann richtig stark boomen werden und dann am Ende werden wir einfach komplett durch upgraden, also, weil dann braucht man eine Taverne. Taverne heißt, man braucht Gerste. Genau, und Gerste ist, bis man das alles fertig hat, das dauert halt einfach viel zu lange. Soll wieder ein bisschen Vermögen bekommen. Das heißt, jetzt warten wir auf die
Sammlerhütte. Die sind schon alle fertig mit Bauen. Umso mehr sollte das mit der Sammlerhütte dann relativ schnell gleich gehen. So. Ich meine, die handeln nicht, ne? Jetzt noch nicht. Ja, noch 13 Bretter. Und der Bogner macht schon mal die Bögen. Deswegen haben wir jetzt schon 20 Kriegsbögen. Das heißt, wir hätten jetzt schon 20 Speerträger und 20 Bogenschützen, was vielleicht eine Armee besiegt. Oder zwei. Was lustig ist, wenn man mehrere Bogenarmeen hat, kann man so ein Jagd-Katz-und-Maus-Spiel machen. Also ein Bogentrupp läuft immer weg vom Feind und der andere schießt auf den Gegner, der deinen Trupp verfolgt. Und dann hat er irgendwie gar keine Chance gefühlt. Also Bögen sind halt schon irgendwie gefühlt OP. Von daher, keine Ahnung. So, ja, ich könnte jetzt auch theoretisch gesehen schon weitermachen mit der Build Order und sagen, okay, dann warte ich eben, bis ich hier meine 25 Vermögen habe, was ich glaube ich sogar machen werde. Dass wir jetzt hier nicht auf ewig warten, bis ich hier die Sammlerhütte upgraden kann. Es wird empfohlen, oder zumindest empfiehlt das Spiel, das hier zu machen. Deswegen mache ich es einfach mal so früh, wie es geht, damit meine Dorfbewohner nicht krank werden. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir wollen anfangen, Waffen zu produzieren. Und dafür, oder langsam anfangen, oder zumindest schon mal die Vorbereitungen treffen, Waffen zu produzieren. Und dafür brauchen wir hier dieses Eisen. Ja, Eisen ist es, ja. Und dafür bauen wir hier um die Grube einmal. Zack. Dann können die das schon mal bauen. Hier diese Abbaugrube bauen wir da drüber. Dann machen wir einen Rennofen. Note, nicht Brennofen, ein Rennofen. Ich weiß nicht, warum das Rennofen heißt, aber okay. Das bauen wir meinetwegen ins Dorf. Bauen wir mal hier hin. Und direkt daneben einfach auch eine Dorfschmiede, dass sie das auch direkt weiter verarbeiten können. Können wir das irgendwie schöner hin? Ja, ist schön genug. So. Dann könnt ihr das von hier aus direkt hier hin platzieren. Und was schön ist, hier ist das Lagerhaus und hier ist der Handelsposten. Das heißt, später, wenn die Erze mal fertig sein sollten, können wir über Handelsposten Erze importieren. Die Erze, die dann hier reinkommen, kommen dann direkt hier hin und hier hin. Was echt gut ist. So, und damit wir auch langsam ein bisschen Stein produzieren, bauen wir ein Steinmetzlager. Das kann ich das hier irgendwo noch reinquetschen? Ja, quetschen wir einfach noch hier zwischen. Und ja. Dann könnt ihr das hier schon mal in der Zwischenzeit alles fertigstellen. So. So, 24 Regionsvermögen. Warten wir mal. So. Ja, man könnte sonst die Build-Order ein bisschen anpassen, dass man zuerst das alles hier fertig baut und dann die Kräuterhitze erweitert. Vielleicht macht das, also baut schon mal die Abbaugrube, macht das hier alles. Weil ich glaube, so wichtig ist es mit der Sammlerhütte nicht. Weil wir hatten jetzt, glaube ich, eine lange Zeit Bürger auf 5. Oder hier halt, die nichts gearbeitet haben. Deswegen macht man das vielleicht besser zuerst. Also hier das alles bauen, was jetzt hier alles ansteht. So, das hatten wir schon zugewiesen, ne? Yep. Dann müssen wir das hier nur noch zuweisen. Moment. Das war... Habe ich jetzt das richtig? Genau, Stein ist nochmal was anderes. Genau, 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 genau. Puh, das wäre jetzt... Das wäre ja peinlich gewesen, wenn ich das jetzt auf die falsche Stelle gebaut hätte. So. Steinmetzlager. Und das wirkt jetzt sehr, sehr früh. Aber ich mache das einfach jetzt schon. Wir bauen jetzt schon eine Mühle. Oh no. Hä, warum kann ich nicht bauen?
No. Hä? Ist der Weg so nah da dran? Nee. Warte. Ich entferne nochmal den Weg. Kann man übrigens mit Alt links klick und dann ist die Road weg. Hä? Warum ist hier rot? Hier ist doch gar nichts gebaut. Das ist ja doof. Oh, die will viel mehr Platz. Kann ich das? Nee, kann ich nicht verschieben. Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Aber okay, ist nicht so schlimm. Dann, okay, das ist echt doch ein bisschen schlimm. Reiße ich das jetzt ab? Ich bin kurz davor, das abzureißen alles. So. Mach das mal auf hoch. Jetzt wir das zuerst wieder bauen. Lull! Ich hoffe, die geht jetzt nicht kaputt. Oder die nutzen direkt auch die Vorräte dafür. Ah ja, jetzt kommen auch schon die Räuber. Und macht einfach ihre Marschroute verfolgen. Dann haben wir hier unten den Timer. Dann seht ihr auch, wie lange das geht. So. Das ist ein Gegner. Der nimmt das, glaube ich, hier alles jetzt ein. Und das können wir dem, glaube ich, sogar einnehmen lassen. Ja, ich glaube, man könnte auch einen Speedrun machen und mehrere Dörfer gleichzeitig hier aufbauen. Aber ich mache dann lieber peu à peu. Ja? Erstmal reinkommen. Ich glaube, das ist auch eine super Build-Order, um einfach reinzukommen. So, da assignen wir zwei. Jetzt bauen wir eine Windmühle. Und dann hier auch einen Gemeinschaftsofen dazwischen. Oder daneben. Bauen wir dann vielleicht hier hin. Das sieht doch schön aus. So, Windmühle, weil das wird in 175 Tagen. Okay, das ist jetzt. Das dauert halt auch eine Minute. Aber das wird dann auch dann automatisch verarbeitet, folglicherweise. Ja. So. Dann der Gemeinschaftsofen. Ist auch relativ schnell gebaut. Dann können wir jetzt endlich unsere Sammlerhütte upgraden. Wow, das war jetzt ganz spektakulär. Und jetzt ordnen wir einfach noch welche zu einem Holzfällerlager zu, einer Brennholzhütte, weil wir wollen für den nächsten Winter, das Brennholz wird jetzt weniger. Einerseits, wir machen hier durch das Schmieden und alles und durch mehr Bevölkerung, kriegen wir halt jetzt immer mehr Bevölkerung, dass wir im nächsten Winter sehr viel mehr Brennholz brauchen. So, als nächstes wollen wir wieder upgraden. Und da suchen wir uns drei Häuser raus. Und da sehe ich eigentlich direkt schon hier drei Häuser, die wir upgraden können. Also upgraden wir einfach mal das hier und das hier. Drei Stück upgraden wir. Und was wir schon mal machen, weil es wird jetzt langsam voll werden, das Lagerhaus, genau. Calculated. Das Lagerhaus wird jetzt voller. Das heißt, wir warten, bis wir das upgraden können. Das sollte dann auch zeitlich relativ gut passen. Was ein bisschen buggy ist, manchmal sieht man nicht, also wenn jetzt das Bauholz mal hochgeht auf 5, jede Sekunde, sollte das dann hochgehen. Achso, das ist pausiert gerade. Okay. Ja, manchmal pausiert das Game oder macht das Game langsamer zwischendurch, wenn irgendwie eine Nachricht hier aufploppt, was ein bisschen nervig ist. So, genau. Ihr seht, ich habe 5 Bauholz, aber er zeigt das immer noch als grau an. Deswegen, man muss manchmal rausklicken und wieder rein, um das upgraden zu können. Was ein bisschen nervig ist, wenn du so siehst, oh, ich kann es jetzt upgraden und du drückst drauf und kannst es nicht mehr upgraden und dann kannst du es doch wieder upgraden, aber dann ist es wieder ausgegraut. Also. So. Und jetzt verbringen wir den Rest der Zeit damit, hier erstmal unsere Gebäude zu verbessern. Also wir bauen jetzt 10 Häuser wieder, weil es wird wieder knapp mit der Bevölkerung.
Das heißt, ich würde jetzt hier weiter Gebäude planen. Wir haben jetzt hier nur noch, sage ich mal, ein bisschen Lebensraum. Mach mal so. Okay, das macht keine... Ich versuche es immer noch zu verstehen, wie das hier funktioniert. Okay, wir bauen das jetzt so. Ah, Moment. Das stört mich. Das stört mich. Nee, dann bauen wir es nicht. Jetzt bauen wir es. So, das heißt, wir wollen jetzt hier auf plus 35. Und jetzt fangen wir mal an, unsere Gebäude mit Wohnraum erweitern, zu verbessern. Und ich meine, wir können sogar, wenn wir uns das Bauholz, wenn wir jetzt gleich zwei Bauholz haben, gibt es dafür sogar so ein Symbol. Das muss ich mir jetzt aber jetzt gleich mal angucken. Ich kenne das Symbol noch nicht. So. Okay, es gibt kein Symbol. Das heißt, wir müssen einfach unsere Gebäude hier durchgehen. So. Und die dann einzeln eben upgraden. Sobald wir mal ein Holz haben. So, mir eines anderen Herrschers. Wir wollen hier nichts kämpfen. Noch nicht, wir lassen dem erstmal alles. Dafür haben wir später eine fette Armee, die sich darum kümmern wird. So, nächstes Gebäude. Könnten die hier auch gleich verbessern. Hier ist ja auch noch ein Gebäude, was wir gleich verbessern könnten. Genau, zack. Das habe ich jetzt übrigens mit Escape, kann man auch schließen und dann einfach so spammen. Bis es halt, ja, bis man es verbessern kann. So. Hier konnte man nicht mehr Personen, ne? Nee. So. Ja, gerade eine gute Holzproduktion, das ist nicht schlecht. Ja. Komm wieder ein bisschen schneller. Es ist einfach wie in Age of Empires das Queuen von Einheiten. Das ist das neue Queuen von Einheiten. Lüll. Okay, da haben wir noch alles. Okay, hier können wir gleich auch noch. So, zack, Wohnraum erweitern. Wir sind schon hier, okay. Nächsten Wohnraum erweitern. Die werden eh geupgradet gerade. Das heißt, da können wir eh nichts machen. Noch zwei Gebäude müssen wir upgraden. Oder zumindest erweitern mit Wohnraum. Zack. Ja, zack. Und noch eins. Und dann sollte es auch langsam schon ins nächste Zeitalter gehen. Ich sag immer noch Zeitalter. So. Zack. So, und das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Jetzt könnte man denken, oh, ich habe doch schon so viel Wohnraum, jetzt kann ich direkt schon Leute sein. Aber man sieht, der Wohnraum muss erst noch gebaut werden. Das heißt, das sind nicht wirklich 34 Wohnräume, die ich momentan habe. Das darf man nicht irgendwie unterschätzen. Das heißt, vielleicht so ein paar Sekunden noch warten. So. Warten wir eine Sekunde. So, wir kriegen auch langsam ein bisschen Stein. Ein paar Bretter. Verbesserungen werden hier, Erweiterungen, alles Gucci. Und jetzt sollten wir so langsam... ja, auch ins nächste Zeitalter. Dauert ein paar Sekunden, während das hier alles weiterläuft. So. Felder gedeihen sehr gut. Ist jetzt nicht super viel Ertrag. Also 65 ist jetzt nicht viel. Aber es wird halt einfach 65 Brot sein, was wir dann einfach bekommen, was echt nicht schlecht ist. Also von daher... Und wir kriegen halt, also 65 Brot, Continuous Einkommen ist schon mal nicht schlecht. Ist mehr, als wir Fleisch haben, ne? Zum Beispiel.
So, gut, waren wir noch? Es dauert jetzt ein paar Sekunden. Ist überall noch am Bauen. Hier sieht man noch gar nichts fertig. Und ungefähr mit der in der Mitte des zweiten Jahres solltet ihr dann zu einem großen Dorf werden. Und dann kommt jetzt erstmal lange Zeit kein Upgrade ins nächste Zeitalter. Also wenn das Stadtlevel kommt, dann wird's heftig und dann fängt auch die Idle-Zeit an. Das werdet ihr dann auch sehen, was ich meine mit Idle-Zeit und so weiter. Aber erstmal warten wir, bis das hier alles fertig ist. Und wir müssen nämlich jetzt auch warten, bis wir ein bisschen Vermögen anbauen. Weil das werden wir brauchen. So. Gleich dann. So, bisschen, wie gesagt, einmal das Gleiche machen und ihr solltet ungefähr den gleichen Aufbau haben. Und es sollte bei euch genauso auch weitergehen. Könnt ihr einmal eins zu eins kopieren, die Schritte. So, nächste Siedlungsstufe erhöht. jetzt machen wir Rüstungsproduktion. Weiß ich nicht, wie viel das bringt, aber ich mach einfach, weil ich dachte, so Rüstung ist doch gut. Macht meine Armee irgendwann mal stärker? Oder macht meine Armee stärker? Keine Ahnung, passt schon auf jeden Fall. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir erweitern vier Häuser, die einen Hinterhof haben, auf Stufe 2. Wir fangen an. Wir nehmen jetzt einfach die vier, weil die hier gerade sowieso zusammenstehen. Und das sind auch unsere geupgradeten Häuser. Das heißt, wir haben auch sonst keine Stufe 2 Häuser. Die ersten beiden bauen wir zu einer Schmiede um. Wir brauchen Bretter, die haben wir zurzeit nicht. Die wurden, glaube ich, für. Wie wurden die ausgegeben? Warum haben wir keine Bretter? Wir haben noch extra jemanden noch zur Sägegruppe hinzugefügt. Nicht, dass halt die jetzt verkauft wurden, ne? Das kann halt legit sein, dass die verkauft werden, obwohl ich gesagt habe, Überschuss 100. Deswegen, da bin ich ein bisschen sus. Oder weil sehr wahrscheinlich der Ochse, das kann auch sein, die Ochsen das ganze Holz geliefert haben und die Ochsen keine Möglichkeit hatten, das Holz zur Sägegrube zu bringen. Weil jetzt produzieren wir halt wieder sehr viel mehr Holz. So schnell ist die Bogner-Werkstatt nicht, dass die das Holz so schnell aufbrauen. Deswegen. So, erste Schmiede. Und die sollen Seitenwaffen herstellen. Ich habe es am Anfang mit Stangenwaffen gemacht, aber ich mache jetzt einfach Seitenwaffen erstmal, weil ich es einfach mal ausprobieren möchte, weil das wohl die stärksten Waffen sind und sieht bestimmt auch am coolsten aus. Ja, wir gehen auch auf Schönheit. Das darf nicht unterschätzt werden. Ja? Weil das macht natürlich dann auch mehr Spaß, wenn es auch gut aussieht, ne? Genauso wie unser, das natürlich auch viel mehr Spaß macht, wenn unsere Siedlung gut aussieht. So, wird natürlich hier auch direkt geupgradet. Ja, wir brauchen jetzt viele Bretter. Aber leider, glaube ich, ist die Bogner-Werkstatt hier schon im vollen Gange. Eine Idee wäre, dass man mit der Bogner-Werkstatt, weil wir haben jetzt schon 87 Bögen, das würde ich vielleicht abändern, dass man vielleicht so früh nicht anfängt, Kriegsbögen zu bauen. Das heißt, ein zur Bogner-Werkstatt. Also ich mache mir nebenbei hier, ich habe natürlich wieder ein Damn Word-Dokument offen. Kann ich irgendwie sagen, Produktion einstellen? Nö. Okay, dann müssen wir damit jetzt erstmal leben. Und dann brauche ich eigentlich am Anfang auch nur auf 20 Holzbretter zu gehen. Ah, clever, clever, clever. So. Aber wir sollten, genau, wir kriegen auch jetzt relativ schnell, Sachen, also so schlimm ist es jetzt auch nicht. So, einmal Schmiede, dann bauen wir, upsie, brauchen wir einen Tischler. Wo haben wir ihn?
Nee, Schreinerei. 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 So. Ich glaub, warum habe ich Tischler? Ich glaube, dann steht das. Das heißt dann Tischler. Hm. Okay, warten wir kurz, bis wir wieder genug Bretter haben. Jetzt gerade unser, sag ich mal, Bottleneck. Die Bretter. Aber ist nicht schlimm. So. Jetzt haben wir wieder genug. Ich fange mal mit Rüstungsschmied an. Das ist das nächste, was wir bauen werden. Weil sobald nämlich jetzt der Schreiner dran ist, verbraucht er natürlich auch Holz. Deswegen, unsere Bretterproduktion ist schon, die wird beansprucht, sage ich euch. Kriegen wir vier Bretter, please, please, please. Please, please. Vier Bretter. Oh, zwei Bretter. Der produziert ja immer Scharen in fünf, deswegen ist das in Ordnung. Da. Und dann ein Schreinerei. Und in die Schreinerei bauen wir kleine Schilde. Weil das sorgt dafür, dass wir, wenn wir eine Armee bauen, Seitenwaffen plus kleine Schilde ergibt halt das hier. Und das soll die wohl stärkste Armee sein. Habe ich nicht gesagt, aber ja. Und jetzt, was wir jetzt machen, wir bauen hier, verbessern wir den Stall mal, weil wir werden natürlich auch weiter Ochsen und so weiter produzieren oder kaufen, und dafür ist das auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann haben wir hier noch unseren Balken. Müssen wir kurz warten, bis wir wieder genug Holz haben. Ich sehe es. Hat gerade hingebracht. Jetzt muss das nur noch einmal bearbeiten. Ist da gerade einer reingegangen? Hab ich das richtig gesehen? Bearbeitet das gerade einer? Oh, da kam das Holz rein und bearbeitet. Ha, und jetzt snacke ich mir direkt ein. Ja, Bretter sind gerade ein bisschen Mangelware in meinem Dorf. Aber das ist okay. So. Jetzt erweitern wir zwei Häuser wieder. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier wieder zwei Häuschen aus. Welche sehen denn gut aus? Machen wir vielleicht die beiden hier? Ja. Das heißt, das upgraden wir mal und das upgraden wir mal. So, warten wir, bis die fertig sind. In der Zwischenzeit produzieren wir hoffentlich mal mehr Bretter. Die werden wir gleich brauchen. Man braucht aber echt viel Holz, ne? Das ist schon krass. Und dadurch, dass die Ochsen damit beschäftigt sind, das Holz dahin zu bringen, können die halt kein Holz zur Sägegrube bringen, was halt echt doof ist. Also ich weiß, wir haben in Honnoldsposten, geben wir Bretter aus. Aber, keine Sorge, wir werden irgendwann mal genug Bretter bekommen, also. So. Gut, warten wir, bis die upgegradet sind. Und ihr werdet gleich, glaube ich, schon aufschreien. Ich sehe es schon. So. Waren wir wieder. Jetzt machen wir nämlich. Wow, es wird instant gesnackt, Alter. So schnell konnte ich gar nicht reagieren wieder. Okay, jetzt. Jetzt habe ich schnell genug reagiert, oder? Oh, es sind fünf, die wir brauchen. Es waren vier. Alter, es ist crank. Wie das Holz hier gesaftet wird.
So. Und daraus machen wir nämlich jetzt eine Schusterei. Genau, Schuster. Ja. So. Und hier machen wir auch noch eine Schusterei rein. So, dass wir jetzt zwei Schustereien haben. Damit wir das ganze Leder und so weiter auch noch in Schuhe, dass wir, weil die brauchen halt zwei verschiedene Bekleidungen. Und das werden dann einfach Schuhe und Leder sein und dann passt das schon. So, jetzt. Es ist schon wieder langsam Jahresende. Und wir bauen ein weiteres Morgenfeld an. Weil, wenn ihr auch mal hier oben links seht, wir haben langsam wieder sehr viele Arbeiter. Alter, das war beinahe fast perfekt ein Morgen abgeschätzt. So, das heißt, wir bauen hier wieder Felder. Noch ein Morgen. Sollen wir jetzt so machen? Alter, ein Morgen. Perfekt abgeschätzt. So. Machen wir hier einen Weg. Und zack. Ah, der Weg ist noch nicht ganz zu Ende gebaut. Oh, beinahe wieder perfekt, Leute. Was ist denn los mit mir? Sollte Landwirt werden. Nein, sollte ich nicht. So, jetzt machen wir das gleiche wie eben. Das heißt, überall Fruchtwechsel rein. Und machen dann, keine Ahnung, hier Weizen, hier Weizen, hier Weizen. So, und haben wir damit hier schön ein paar Felder. Guck mal, sieht das nicht schön aus, wenn man das hier so dann hinschaut? Ich finde es wunderschön. So, jetzt dadurch, dass wir... Warten wir noch, bis die Häuser fertig gebaut sind. Vielleicht. Das sollte man nicht unterschätzen, dass hier die Häuser gebaut werden sollten, bevor man anfängt, hier Zuordnungen zu machen. Sonst könnte das echt böse enden. Das heißt, wir gucken... Genau, das Gebäude muss noch fertig gebaut werden. Ist es hier Wohnraum? Ich glaube, solange nämlich das Gebäude verbessert wird, geht das wieder runter. So, jetzt haben wir 35. Jetzt wird fett zugeordnet. Zwei zum Bauernhaus, weil ein Morgen zwei Familien. Wir haben ja gerade überall nochmal einen Morgen hinzugefügt. Folglicherweise haben wir jetzt zwei Felder für jedes Jahr. Würde sich drum kümmern. Übrigens haben wir jetzt auch schon Weizen. Das heißt, wir fangen an, Brot zu produzieren, was Poggers ist. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Holz. Und auch Brennholz. Wir brauchen mehr Bretter langsam. Deswegen produzieren wir auch mir nochmal einen rein. Und dadurch, dass wir so viel Holz produzieren, haben wir nochmal einen in Forsthaus. Und einen ins große Lager, weil langsam wird das eine logistische Herausforderung. Und dafür sind die Personen in dem Lager ganz gut. Und ja, ihr habt gesehen, es gibt jetzt dieses Zeichen hier mit dem Suchen, mit diesem Radarsymbol. Das heißt, es wird jetzt gesucht und die nächste Person, die halt einzieht, die machen das dann auch direkt. So, aber jetzt muss ich mal rechnen. Wir haben 35... Moment, passt das überhaupt? Weil, Nusslo. Wir haben hier einen zugeordnet und hier einen zugeordnet. Das passt nicht. Und hier auch. Vielleicht sollten wir zuerst... Nochmal, okay, ich weiß nicht, warum meine Mathematik nicht aufgeht. Warum so viele hier arbeiten. Könnte an den Häusern liegen. Deswegen upgraden wir jetzt nochmal lieber Häuser. Und nehmen die zusätzlichen Zuordnungen, die wir hier drin haben und hier drin, mal runter. Warte, hier haben wir rausgenommen, hier haben wir rausgenommen. Und hier nehmen wir auch nochmal raus. Sodass die jetzt erstmal weiter Häuser bauen. Ja. Und Häuser verbessern vor allen Dingen. So, das heißt Wohnraum, 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 Wohnraum. Das
heißt, bevor wir die Zuordnung machen, am besten nochmal für 10 Häuser sorgen. Das heißt, bis hier 44 steht. 45, sorry. Können wir hier noch irgendwo... sieht nicht so aus, ne? Okay, das heißt, wir bräuchten 4 Stück. Das heißt, wir gucken mal. Wir machen mal so. Plus... Ja. Ja, wir machen mal hier so. Muss ich das immer so verbiegen? Guck mal, wenn ich das so mache, dann kriegt er das so hin. Guck mal, er weigert sich, hier rumzugehen. Das weiß ich auch nicht. Manchmal, als ob hier irgendwas sein soll. Ha. Was ist, wenn ich es so mache? Ja, mag er nicht, ne? Dann warten wir, bis das hier gebaut ist, die Gebäude. Und dann ordnen wir zu. Wir müssen natürlich jetzt wieder die Ochsen erstmal alles hinliefern. Brennstoffe gehen zur Neige. Genau, deswegen haben wir auch mehr da hinzugefügt, weil jetzt eigentlich so ein Bottleneck langsam anfängt. Aber brauchen mehr Bevölkerung. Ich glaube, es kommt drauf an immer, diese Zusatzgebäude, die man hier, dieses Zusatzsymbol, den mit Wohnraum erweitern, wenn man das zum Beispiel in der Schusterwerkstatt macht, dann sind die automatisch auch neue Arbeiter in der Schusterwerkstatt. Das heißt, manchmal bringt das gar nichts, den Wohnraum zu erweitern, weil die dann automatisch dann lernen die automatisch diesen Beruf. Deswegen erhöht sich das nicht direkt. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Zahl. So, aber wir bauen ja erstmal hier ein bisschen weiter. Von daher passt das. Alles in Ordnung. Holz wurden nicht geliefert, ne? Nö, Ochsen sind andersweitig beschäftigt. Ah, die bringen das hier hin. Genau, zur Rüstungsschmiede. Mhm. Wir können mal die Ochsen please das Holz bringen. Hä, wo sind meine Ochsen? Da. Mit Tab kann man das übrigens sehen. Ah, finally. Jetzt kann ich auch endlich anfangen zu bauen. So, dann können wir schon mal langsam... beginnen... hier wieder zuzuordnen. So, Holzfällerlager, dass da 3 sind. Brennholzhütte, dass da 3 sind. Sägegrube, dass da 2 sind. Warten wir noch, bis das hier alles fertig gebaut ist. Ach so. Ja, es kommen wieder weitere Familien ins Haus. Ins Dorf, lul. Ins Haus. Ja, ins Haus kommen sie ja auch. Haus ist ja Dorf. So.
Kann man die Familie, die hier neu dazugezogen ist, mal weiterbauen, bitte? Oh, okay, ich entferne es ja schon wieder. Sägegrube muss jetzt erstmal nicht so viel arbeiten. Die soll mal Haus bauen. So. Zack. So, und jetzt, dadurch, dass wir 7 Familien noch neu dazu holen können, so, machen wir einen noch zur Sägegrube. Dann einen zum Lagerhaus, einen zum Speicher. Und wir sollten, also 7 Stück sollten jetzt dazu kommen können noch. Eins. Achso, und die sind jetzt auch schon drin. Das heißt, das passt, weil jetzt folgendes. Wir müssen langsam darauf gehen, dass wir auch eine Taverne bauen und Bier anbrauen. Das heißt, jetzt müssen wir tatsächlich auch schon anfangen, hier für Gerste zu sorgen. Das heißt, wir gucken jetzt bei der Gerstenfruchtbarkeit, wo es am fruchtbarsten ist. Da sehen wir schon, da ist jetzt echt nicht super viel, weil Gerste echt doof ist. Das heißt, wir gucken uns einfach mal das Gebiet hier an, wie viel Morgen wir hier so rausbekommen. So, und dann machen wir nämlich jetzt wieder das klassische... Wie viel Morgen ist das? Nur 6 Morgen? Das ist wenig. Also hätte ich jetzt erwartet, dass es hier mehr wird. Okay, das sind... so. Geh mal... Okay, so weit passt das? Okay, 1,4... So, zack. Dann hier hin. Das wäre ein Morgen. Und lass das einfach... Ah. 0,9 Morgen. Ist jetzt nicht so schlimm, dass das ein bisschen weniger ist, ne? So, aber dann machen wir nämlich hier auch das Gleiche. Fruchtwechsel, yes, Fruchtwechsel, Fruchtwechsel. Und hier kommt dann eben Gerste, Gerste, Gerste. Das Gleiche wie eben bei Weizen. So, und das heißt natürlich, brauchen die auch wieder Familie. Das heißt, oder zumindest, ah nee, Moment. Ulul, jetzt wird es ja noch lustiger, weil dadurch, dass wir 4 Familien dazu ordnen, machen wir tatsächlich, brauchen wir noch ein Feld, ne? Dadurch, dass wir 4 zuordnen, das ist ja ein Morgen und pro 2 Familien morgen, machen wir noch ein Feld. Das heißt, hier kommt noch ein Gersten, hier kommt, Ah, das ist halt so gefährlich, dass das immer standardmäßig dann umswitcht. Das heißt, wir machen noch ein Gerstenfeld. Und das muss ja dann schon hier hin. Das heißt, machen so, zack. Das sind 1,0 Morgen. Dann das sind 1,2. 0,9 ist jetzt nicht so schlimm. 0,9. Wie machen wir denn das? Zack, zack. Auch 0,9. Ja, passt. So, gleiches hier. Fruchtwechsel, Fruchtwechsel, Fruchtwechsel. Gerste. 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 Und dann hier einmal... dass sie da auch easy hinkommen. So. Das passt. So, haben wir ein paar Felder, ne? So, meinetwegen noch hier ein Feld lang.
bis hier so hin, das ist ja dann eine schöne Strecke. So. Das heißt, sie dürfen jetzt auch schon weiter aussehen. Das wird jetzt nicht super viel Ertrag werden, aber ja, passt erstmal. Und das heißt, jetzt spulen wir vor. Und unsere Felder werden wir nie wieder anrühren. Das ist jetzt unsere Nahrungsproduktion auf Ewigkeiten für dieses Dorf und Gerstenproduktion. Das heißt, ja, das sind jetzt unsere Felder und machen wir so. Jetzt. Jetzt, ganz simpel, wir warten, bis die Räuber kommen. Jetzt ist quasi Idle Time. Wir chillen, hier lehnen uns zurück. Ein bisschen kritisch ist es unser Brennholz. Wir haben gerade echt nicht super viel. Aber das ist nicht schlimm, weil wir produzieren relativ gut nach. Nahrungstechnisch sind wir auch noch in Ordnung. Kriegen natürlich ein bisschen Brot noch rein, weil wir haben ja hier Korn, was dann in der Windmühle verarbeitet wird zu Mehl. Mehl haben wir auch jede Menge, was dann im Gemeinschaftsofen gebacken wird zu Brot. Das heißt, wir haben gerade auch eine gute, oder wir fangen an, gut Brot zu produzieren. So. Und dann auch mit dem nächsten Zyklus fangen wir auch an, Gerste zu produzieren. So. Das heißt, hier sollten auch langsam immer mehr Personen dazukommen. Dann, so. Dann können wir eigentlich sogar schon anfangen, 10 Häuser zu bauen. Ich muss kurz was notieren. So, während das eh läuft. Ja, wir könnten jetzt schon anfangen, wieder neue Gebäude zu bauen. Ich würde wieder 10 Stück. Das heißt, wir können jetzt mal gucken. Okay, wir haben jetzt... Hier ist ja der Markt, ne? Ja, wir bauen hier weiter Häuser. Gut, wir wollen das Wild nicht verschrecken, was hier ist. Das heißt, wir bauen erstmal so. So, 3... Haben wir bis hierhin. So, und dann irgendwo noch eins hin. Wo können wir noch ein Haus hinbauen? Kriegen wir hier eins hin? Das wäre lustig. Yo. Nice, kriegen hier einfach noch eins hin. Und dann, genau, lassen wir die erstmal hier offen und dann passt das. So. Und jetzt warten wir auf die Banditen. Während wir weiterhin wachsen. So, Bauernhaus. Genau, 2 sollten jetzt noch dazukommen. Man sieht schon. Wird langsam aufgefüllt. Dann kriegen wir noch 4 dort. Und dann haben wir 2 quasi, die sich hier um weitere Häuser kümmern. Weil jetzt gleich gibt es Krieg. Und dann brauchen wir Leute, die sich darum kümmern, dass die ganzen Leichen weggetragen werden von Kämpfen. Das machen wir dann aber. Und während wir kämpfen, wird halt auch der Winter vorbei sein und dann fangen die ja schon an, Sachen zu säen und so weiter. Ja. Ich glaube, ich werde die Build-Order sogar irgendwie zur Verfügung stellen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Dass ihr das quasi auch nutzen können. Vielleicht update ich dann zwischendurch auch immer, wenn es dann was zu updaten gibt. So. Klar, Brennstoff ist jetzt, wird ein bisschen low, weil die Sägegrube nichts zu tun hat, weil die Ochsen gerade damit beschäftigt sind, das ganze Holz zu den Gebäuden hier hinzubringen, ne? Ja. Aber das sollte 2 Monate, nicht keine 2 Monate dauern. So, 10 Tage noch. Oder 10 Sekunden, keine Ahnung. Okay, es sind keine Sekunden, die hier unten links ablaufen. Keine Ahnung. 21, 22, 23. Ja, okay, es sind 3 Sekunden. 3, das heißt 21 Sekunden noch. Oh, Leute. So, können wir schon mal gucken.
wie gut wir jetzt gleich vorbereitet sind. Es geht. Relativ wenig Seitenwaffen, ne? Es könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Braucht halt super viel Eisen, ne? Und Personen, die daran arbeiten. Ich glaube, Stangenwaffen sind tatsächlich besser. Braucht aber natürlich wieder viel mehr Bretter. Wie viele Bretter haben wir jetzt? So. Jetzt, ich habe ja eingestellt, dass hier Feind gesichtet kommt. Da sind sie auch schon. So, die brauchen ein paar Minuten, bis sie bei uns sind. Aber das heißt, wir schauen uns trotzdem die an. Sind zwei Trupps. Wow, Moment. Greifen die jetzt an? Weil, das ist manchmal ein bisschen doof. Die Räuber greifen, also werden manchmal abgefangen von Gegnern, sodass, wir gar nichts machen müssen. Was echt manchmal ein bisschen weird ist. Aber wir gucken einfach mal, wo die hinlaufen. Ja, hier, guck mal, da sind, oh Mann, ich hätte euch das jetzt... Ja, das ist ein bisschen, ja, doof. In dem Sinne. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie man das jetzt kämpft. Und das ist eigentlich total simpel. Man nimmt hier die einfach und die. Dann markiere ich mir die, mache die auf Kontrollgruppe 1. Mache hier sowas. Dann gibt es hier noch Bogenschützen, nämlich zwei Stück. Zack. Platziere die so. Und schon hätten wir zwei Trupps, die tatsächlich was reißen könnten. Sind jetzt nicht die absolut stärksten, aber ja. Man haut die einfach auf die Gegner und das reicht meistens. Also gut. Stirbt keiner, dann können die alle wieder gehen. Folglicherweise, ja. Tja, was will man machen, ne? So, aber umso mehr keine Verluste erlitten. Ziemlich chillig. Nice. So. So, das ist natürlich jetzt woanders. Die nehmen da hier jetzt alles ein. So, jetzt. Ist natürlich jetzt nicht super viel passiert, was ein bisschen lame ist natürlich. Aber was wir jetzt machen, ist, wenn jetzt halt Krieg gewesen wäre, bräuchten wir so langsam eine Leichengrube, wo wir die ganzen Leichen reinschmeißen. Können mal gucken, wo wir die hin platzieren. Vielleicht einfach hier hin, lul. So in die Mitte von... Okay, ist jetzt nicht Mitte, hier wäre eher die Mitte. Aber einfach mal hier so an den Wegpunkt, dass die nicht so weit laufen müssen. Ich denke, die meisten Kriege werden ja hier erstmal so stattfinden. Deswegen ist das schon okay, dass wir das hierhin platzieren. So. Dann wollen wir nämlich jetzt langsam anfangen, unsere Häuser zu oder alles vorzubereiten, dass wir boomen. Und dafür brauchen wir Lehm. Das heißt, was wir jetzt anfangen, ist eine Grube auf Lehm zu bauen. Das ist dann einfach hier. Machen wir einfach hier auch einmal rum und einmal hier dran. Dann ähnlich natürlich wie bei der Abbaugrube für das Eisenvorkommen brauchen wir einen Brennofen diesmal. Das heißt, hier bauen wir das mal hin. Ja, einfach hier hin. So, und mit der Zeit... Okay, machen wir das erstmal fertig. Das heißt, wir lassen es jetzt bauen.
Nicht wundern, wenn die Musik aufhört oder leiser wird, dann tappe ich gerade raus. Sehen wir noch an der Maus. So. Dann zack. Abbaugrube. Einmal in den Brennofen diesmal. Nicht Rennofen. Nicht zu verwechseln. So. Jetzt sollte so langsam oder gegen Ende dieser Jahreszeit gut. Was ein bisschen doof ist, oder zumindest, weil ich noch nicht so ganz checke, manchmal ist der Ertrag der Gerste super wenig. Also auch hier ist gerade irgendwie noch null. Keine Ahnung warum. Vielleicht muss das einfach nur mehr wachsen. Aber der Ertrag ist halt jetzt nicht sehr hoch. Aber wir können schon mal anfangen mit einer Metzerei. Dass wir daraus dann auch Bier brauen, irgendwann mal. Und natürlich auch eine Taverne. Und die Taverne hauen wir einfach mal irgendwo hin, wo relativ viel los ist. Ah, in der Kirche. Kann man direkt, ist auch ein netter Ort. Habe ich jetzt verscheucht? Nee. Und da weisen wir dann direkt auch gleich einen Arbeiter zu. Mal, wie viel. Oh, 2! Es ist halt echt krass, wie wenig das bringt. Okay, 5. Wir müssen gleich mal gucken, in so 90 Tagen, wie viel da rauskommt. So, Taverne. Echt ein bisschen. Moment, haben wir genug Leute hier auf dem Brennholzhütte? Ja, haben wir. Okay. Dann ist gut. Forsthaus. Moment. Sollten nicht 2 Leute auf dem Forsthaus sein? Ja. Lull. Einfach einer zu wenig. Wird dadurch das Ding größer? Der Kreis? Nö, ne? Ist immer noch gleich. Aber Taverne wird erstmal weitergebaut. Und das sieht doch alles relativ gut aus, ne? Würde ich mal behaupten. Und man sieht schon, hier für die brauchen wir gleich. Die haben eigentlich alle super, ja? Nur die brauchen noch dann gleich die Taverne und eine verbesserte Kirche. Das machen wir noch mit der Kirche. Weil uns fehlt das Lehm dazu. Und das Lehm produzieren wir ja jetzt so langsam. Sind ja hier schon bei Lehm. Was dann hier verarbeitet wird. So, Taverne ist fertig, das heißt, können wir direkt auch wieder Personen zuordnen. Und wir bauen jetzt nochmal 5 Häuser, weil ich einfach sicher sein will, dass wir, dass das alles passt. Deswegen bauen wir jetzt einfach nochmal 5 Häuser und dann genügt das auch an Häusern für den Rest des Games. Sogar mit Hinterhof, bitte. Nee. Ja. Zack. Hierhin. Dann, ich will die nicht verscheuchen, ne? Das ist wichtig. Dass ich die nicht verscheuche. Die Rehe da. Ja, machen wir so. Ah, okay. Scheint zu passen. So, dann brauchen wir noch 2 Häuser. Aber kriegen wir das nicht hin, indem wir hier die upgraden, die Häuser? Das ist so bescheuert, das könnte funktionieren. Waren die beide mit Bonusgebäude? Also mit hier, dass man das verbessern kann? Bestimmt, oder? So, das war bei denen nicht der Fall. Okay, nee. Warten wir, bis die fertig sind. Wir haben ja Zeit.
Gerste, ich will gucken. 19. Ist jetzt nicht super viel. 24, oh, das ist schon ein bisschen mehr. Also. Und ich hatte in meinen letzten Runden, die ich gespielt habe, wusste ich das hiermit nicht. Und ich habe halt auch bei Weizen geguckt und dachte, Alter, warum schmeißt Gerste so wenig? Und wenn man hier mal schaut, ich hätte das hier hingebaut und dann gehe ich auf Gerste und das wäre einfach super schlecht gewesen. Dann gibt's auch Rogge, ja, aber Gerüche. Achso, ist in Arbeit, Feuergefahr. Tatsächlich hat meine Kirche schon gebrannt und dann sind die alle hier zum Brunnen gerusht und haben dann die Kirche gelöscht. Das war ulkig. So, verbessern wir hier mal den Wohnraum. Und dann haben wir 60. Und ich glaube, mehr brauchen wir nicht an Häuser. Das ist jetzt unser Dorf in der Größe. Wir werden nicht mehr größer. Jetzt wird nur noch verbessert. Also Poggers. Wir haben echt ein bisschen wenig Seitenwaffen, ne? Das ist echt nicht so geil. Ich überlege, in Zukunft dann lieber Speere zu nehmen. Also, dass wir jetzt lieber sagen... Obwohl, dann habe ich nicht mehr so viele Bretter, ne? Ja, Bretter ist halt immer noch... eine der meistgebrauchtesten Ressourcen. Ja, Speer braucht halt Bretter. Seitenwaffen braucht halt Eisen. Eisenvorkommen. Muss einfach mal mehr Eisen produzieren. Ist halt auch nicht so viel Eisen gerade da. Eisenvorkommen. Aber wir gucken mal. Kann sich ja noch ändern. Denn jetzt erstmal verbessern wir wieder zwei Häuser. Nehmen wir mal, dass die zusammen sind. Und zwar das Haus und das Haus. So, das sind die letzten konkreten Upgrades, die wir jetzt machen. Also jetzt wird gerade nur noch geupgradet. Das machen wir bei den zwei Häusern hier. Und ich lasse einfach mal hier die Dorfbewohner, weil vielleicht wollen wir da so ein bisschen noch umassignen und so weiter. Aber ja, Jahr 3, Ende Jahr 3 will ich eigentlich anfangen mit den Upgrades. Oder zumindest, dass wir im Jahr 4 anfangen, auf Stadt zu gehen. Das wäre so mein Ziel. So. So, und in der Zwischenzeit haben wir übrigens super viel Stein gesammelt. Sodass wir einiges an Stein schon verkauft haben und unser Regionsvermögen relativ hoch ist. Was wir jetzt gleich direkt nutzen werden. Weil Nahrung ist natürlich jetzt auch nicht so die Ressource, die wir im Überfluss haben. Was wir jetzt aber machen, ist erstmal eine Brauerei. Dafür brauchen... wer hätte es gedacht, wir brauchen Bretter. Aber die Ochsen sind gerade anders beschäftigt. Also das ist natürlich der Nachteil, wenn wir jetzt... ich überlege, wenn wir auf... Stangenwaffen gehen, dann brauchen wir keine Bretter. Doch, dann brauchen wir ein Brett, aber dann auch ein Brett weniger für Schilde. Obwohl ich halt Schilde eigentlich ganz cool finde. Ja, die machen ja die ganze Zeit Werkzeuge, ne? Ja. Komm schon. Okay, bei Gegnern, ne? Ja. So. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte warten darauf, dass ich nochmal 5 Bretter bekomme. Oh, habe ich gerade gesehen, wir haben gerade 2 Bretter bekommen. Alter, wollen die wieder instant? Natürlich wollen die wieder instant gesnackt. Das ist schon krass, wie viel hier an Holz weggesnackt wird.
Aber auch instant, holy. Instant. Bretter ist echt so eine Ressource, die kann ich anfangen zu importieren, ne. So, Brauerei bauen wir. Jetzt sogar minus. Ja, das ist übrigens auch so ein Thema. Die stellen das hier hin und wenn es dann regnet, geht's kaputt. Was halt echt bescheuert ist. So, bringt das doch direkt, also die ernten erst, stellen es auf Feld und holen es dann ab. Warum erntet ihr nicht, bringt es direkt weg und geht dann weiter? Regt mich auf. So. Aber jetzt wird auf jeden Fall gebraut. Und das ist schon mal gut. Dann kriegt nämlich die Taverne mit der Zeit Bier. Aber wir müssen natürlich hier noch die Brauereierweiterung machen. So, dass die jetzt anfangen, Bier zu brauen. Das ist gut. Dann. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt können wir schon mal die Kirche verbessern. Wenn wir 10 Bretter haben. Brauchen nur ein paar. Bretter ist echt so, dann kann ich überlegen, ob wir nicht sogar anfangen, Bretter zu importieren. Weil der Verbrauch echt hoch ist an Brettern, zumindest gerade in der Zeit. Oh, das snacke ich mir doch direkt. So. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit sehr viel Regionsvermögen angehäuft. Und das werden wir jetzt nutzen. Wir haben ja noch, da könnt ihr auch wieder Tab drücken. Jetzt seht ihr überall, wo so ein Handwerkding ist, werden wir Hinterhöfe einbauen und Gemüse- und Hühnerställe einbauen. Da, wo ein Hintergarten besonders groß ist, bauen wir einen Gemüsegarten hin. Also beispielsweise können wir das hier machen. Und hier. Das ist zum Beispiel ein bisschen kleinerer Hintergarten. Da machen wir einen Hühnerstall hin. So, hier ist, denke ich, okay Größe. Machen wir einen Gemüsegarten hin. Hier ist auch schon Gemüsegarten. Das war, glaube ich, auch eine okay Größe. Das machen wir auch mal zu einem Gemüsegarten. Also, macht einfach, wenn es irgendwie total mini ist. Das ist okay. Die sind alle ein bisschen klein, deswegen machen wir daraus einen Hühnerstall. So. Das ist ja schon geupgradet. Und hier machen wir auch noch einen Hühnerstall rein. So. Jetzt gibt es zwei Optionen. Das weiß ich noch nicht so ganz. Wir könnten jetzt warten, bis unser Wealth so hoch ist, dass wirklich überall ein Hinterhof gemacht werden kann. weil das boostet gleich richtig unseren Nahrungshof. Man sieht, es geht halt jetzt so ein bisschen zurück, genauso wie das Brennholz. Das liegt aber daran, dass die Ochsen die ganze Zeit beschäftigt waren. Deswegen haben wir auch so wenig Bretter, weil wir halt die ganze Zeit am Boom sind, wir sind am Bauen und so weiter. Die Ochsen haben viel zu viel zu tun. Dadurch, dass wir denen jetzt ein bisschen mehr Zeit geben, hier zu arbeiten, sollte das wieder hochgehen. Jetzt fängt so eine kleine Dürreperiode an, wie man vielleicht merkt. Und deswegen machen wir, also wir haben ja jetzt sehr viel schon geupgradet, deswegen fangen wir jetzt am besten an mit Handel. Also ich habe mal geguckt, was braucht man so in der Zukunft? Und wir ordnen jetzt erstmal 4 Familien zu, weil das wird jetzt ulkig. Dann kaufen wir ein Pferd, ordnen das dann dem Handelsposten zu, dass das jetzt alles relativ schnell geht. So, jetzt. Was importieren wir? Zuerst brauchen wir Eisenerz. Wird irgendwann mal ausgehen. Das heißt, wir importieren 50 Eisenerz, sobald wir unter 50 laufen werden.
Und wir importieren Gerste. Das ist, das müsste auch hier drin sein, weil ich das nach Kategorie gemacht habe. Oder hier. Ah, genau. Import Gerste, weil wir wollen natürlich, dass unser unsere Bierproduktion weiterhin immer weiter läuft. Dann machen wir unbegrenzter Handel mit Brettern. Wir brauchen Bretter. Machen aber nur 50 Überschuss. So, zack. Dann machen wir unbegrenzten Handel mit Fleisch. Da machen wir auch 50 draus. Unbegrenzter Handel mit Beeren. Zack. Unbegrenzter Handel mit Eier und Gemüse. Dann machen wir bei Militär. Wir brauchen, müssen gleich eine Handelsroute einrichten. Vielleicht notiere ich mir mal. Verbessere alle Restaurants mit Gemüsegarten. Bis maximal 100 Vermögen übrig ist. So, wir haben jetzt ein bisschen wenig Vermögen, das ist das Problem, weil jetzt müssten wir eigentlich Handelsrouten einrichten. Weil wir wollen hier die Kriegsbögen und die kleinen Schilde verkaufen. Weil wir davon halt echt viel zu viele haben. Aber der Handel sollte jetzt so langsam loslegen, sodass wir gut Ressourcen haben. Wir haben jetzt kurz ein bisschen Knappheit. Das ist ein bisschen doof. Weil wir halt so schnell geboomt sind. Also, und die Ochsen halt nichts Brennholz hätte liefern konnten und Sägegrube. Weil wir so schnell geboomt sind. Also wir sind halt echt gerade super weit vorne. Wir haben hier das, wir haben Bier, wir haben unsere Kirche und wir können, glaube ich, gleich, wenn wir uns mal die Dinge anschauen, jo, wir haben hier einfach alles ready, um zu upgraden, um einfach die Stadtstati oder Status einfach mal komplett alle durchzurushen. Also wirklich rushen. Von daher, ja, sieht es eigentlich gerade echt gut aus. So. Von daher, ich mache mal noch kurz eine Notiz. Ja, warten wir, bis unser Vermögen so hoch ist, dass wir anfangen können, Handelsrouten zu bauen. Ist natürlich jetzt doof, dass wir sehr viel importieren noch, weil wir gerade so viel brauchen. Aber ich glaube, wir exportieren auch einen Teil, ne? Was haben wir denn hier? Klar, das importieren wir alles. Kann man... Ja, ich würde kurz vielleicht keinen Handel führen. Und wieder warten, bis wir die Handelsrouten machen, weil unsere Waffen, die wir dann importieren... exportieren, meine ich. Die bringen richtig Kohle. Okay, wir haben gerade schon voll viel Kohle bekommen. Nice. So, das heißt, wir machen Kriegsbögen. Ja. Und kleine Schilde. Yes. Und exportieren das bis 100 Stück. Komm, wir verkaufen das für einfach mal 5. Und wir haben super viel davon, weil wir halt super viel lokal produzieren. So, das heißt, hier können wir auch unbegrenzt von machen. Hier importieren wir Gerste. Und Nahrung machen wir unbegrenzt, unbegrenzt, unbegrenzt. Also vielleicht sollte man so... Vielleicht sollte man das Verbessern der Gärten, so nachdem man das alles eingerichtet hat, machen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Also, dass man sagt,
Ja, jetzt verbessern. So, ab sofort. Dann lass uns jetzt vielleicht mal anfangen. So, jetzt fängt der Handel an und wir werden mit der Zeit, denke ich, super viel verbessern können. Oder zumindest sollte das Vermögen mit der Zeit ultra hoch gehen, weil wir super viel exportieren. Und jetzt die Ochsen langsam mal hoffentlich für Brennholz sorgen. Genau, hier sieht man schon, die sind ordentlich am Arbeiten. Jetzt können wir mal uns um ein Herrenhaus kümmern. Dafür brauchen wir Bretter, die werden jetzt auch importiert. Das heißt, da sollten auch bald genug da sein und die Ochsen haben wieder Zeit. Also, das sollte alles passen. Warten wir kurz und gucken, wie unsere Siedlung gedeiht. Wir sind jetzt bei Ende Jahr 3. Yes, Ende Jahr 3. Und können fast schon in Stadtzeitalter, gut, sind gerade ein paar Ressourcen zu wenig. Also besonders Brennholz ist gerade ein bisschen kritisch. Und Nahrung. Aber das sollte sich jetzt, wo der Handel beginnt, komm, unser Regierungsvermögen ist gerade ein bisschen auf Hochtouren. Deswegen, das wird jetzt mit der Zeit, kriegen wir ordentlich Ressourcen, alles, was wir brauchen, wird importiert, weil eben unser Vermögen so stark am Steigen ist, weil wir von den Waffen her da ordentlich Plus machen. So. Moment, Eisenerz hatte ich das jetzt auch wieder. Import, genau. Wir importieren Eisenerz. Das hatte ich wieder eingeschaltet. Importieren Gerste. Dass wir genug Bier haben. Importieren jetzt auch genug Nahrung. So, wir können natürlich auch die ganzen das ganze Vermögen jetzt wieder für Gemüsegärten und so weiter verwenden. Weil das echt super viel produziert. Also das ist echt krass. So, Hühnerstall. 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 Ja, wir waste, also gefühlt wasten wir gerade richtig viel, aber tatsächlich, wenn wir dann gleich mal gucken, das werdet ihr sehen, wir produzieren so viele Eier und Gemüse, dass wir das auch anfangen werden zu exportieren, um wieder die restlichen Ressourcen zu importieren. So, habe ich jetzt alles? Hier können wir auch noch einen Gemüsegarten einbauen. So, und somit haben wir jedes Gebäude jetzt eigentlich mit dem Hinterhof, ne? Ja, und jetzt wird hier halt richtig viel geupgradet. Geil. Und wir werden richtig viel Eier und Gemüse produzieren. Ja. Und ich glaube, jetzt so langsam sind wir schon im Status gekommen, dass das Ding von selber läuft. Wir machen jetzt noch ein Herrenhaus. Bauen wir noch hier hin. Bauen wir meinetwegen einfach hier hin. Oder hier hin? Vielleicht hier so am Anfang. Und dann einfach so ein Turm dran. Ah, wir brauchen 35. Schließen. Ah, okay, die fangen trotzdem schon mal an zu bauen. Sehr gut. Ja, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Bretter. Soll nicht wundern. Hier steht jetzt auch, glaube ich, plus 2, weil wir jetzt irgendwie Häuser upgraden können. So.
Ja, sieht doch erstmal alles ganz nett aus. Okay, ein bisschen Brennholzmangel haben wir. Ah, ich hoffe, das regelt sich jetzt demnächst. Okay, das ist aber nicht bei uns, oder? Nee, 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 der nimmt, glaube ich, einfach. Genau, der nimmt die ganzen Gebiete ein, aber nicht unseres, was gut ist. Ich glaube, das versucht er ganz zum Schluss oder eher im nächsten Jahr. So. Ja, guck mal, unser Vermögen ist halt echt schon krass. Und deswegen bauen wir jetzt ein Herrenhaus. Gleich mit zusätzlich, wenn das jetzt mal gleich fertig gebaut ist. Achso, die Ochsen müssen wieder liefern, man kennt es. So, Nahrung wird auf jeden Fall jetzt mehr. Man sieht's, Gemüse wird hoch, Eier gehen hoch. Ist schon fertig? Nee, muss noch ein Stückchen gebaut werden. Kann ich mal kurz hier einer nebenbei? Dankeschön. So, Burgplaner. Ah, jetzt bauen sie es auch. Okay. So, jetzt haben wir nämlich auch unsere Gefolge. Und was wir jetzt einstellen, ist. Achso, wow, jetzt kann ich es nicht einstellen, weil der Turm erst noch gebaut werden muss. Wow. Was auch immer der Turm bringt. Hoffentlich wird daraus geschossen oder so. Dass, wenn ich angegriffen werde, dann kann ich das als Verteidigungspunkt nehmen. Ja, das ist so ein schönes, schönes, schönes Städtchen, was wir hier so angefangen haben. Kann man hier Low-Beat-Sounds und das dann so. So als Hintergrund und dann macht man Lo-Fi-Musik hin. Das ist doch schon ganz cool. So, das ist jetzt wo? Bei uns. Ah, die greifen uns aber nicht an, ne? Nee, 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 nee. Noch wollen wir nicht kämpfen. Noch nicht. Kommt noch, aber jetzt nicht. Achso, müssen wir wieder weiter drücken. Ja, wird gesichtet, aber der greift mich ja noch nicht an. Hoffentlich. Aber wie sieht's aus mit unseren Waffen? Naja, 9 Stück ist jetzt nicht super viel. Aber als Filler hätten wir halt hier unsere Speere. Jetzt haben wir unser Gefolge mittlerweile. Ja. Vielleicht fangen wir an, Brennholz zu importieren. Einfach nur, um sicher zu sein, dass wir genug Ressourcen haben. Ja, Brennholz machen wir mal Import. Auch einfach 50 Stück, dass, falls man mal low ist, dass man dann einfach genug hat. Brennholz und Eisenerz. Ja, ich ändere noch so ein paar Sachen ab. Weil jeder Playthrough macht gegebenenfalls andere Probleme. Sodass man so ein bisschen anpassen muss. In meinem letzten Playthrough hatte ich halt super viel Brennholz, da musste ich gar nicht reagieren. Aber jetzt habe ich halt mal Brennholz, deswegen passe ich das direkt mal an. Einfach als Notiz. Weil in meinem letzten Playthrough wäre es halt, hätte es keinen Unterschied gemacht, dass, ob ich jetzt hier 50 Brennholz import, weil ich dachte, okay, ich habe eh genug Brennholz. Aber dann ist das in Ordnung, dann können wir das ja mal machen. So, Steuern machen wir einfach 10%. 10% genügt vollkommen. Bei den Einnahmen, die wir haben, passt das. Und okay, unser Approval ist eh total hoch. Genau wie die Ordnung. Von daher passt das alles. Was wir aber auch machen können, ist strenges Fasten. So sparen wir ein bisschen Nahrung ein, was generell nicht schlecht ist. Man sieht hier übrigens Gemüse und Eier, ja. Ja, wieder ordentlich. Da sind wir jetzt richtig am Boomen. Das heißt, es war jetzt ganz kurz eine kritische Stelle, sage ich mal. Aber jetzt haben wir. Jetzt läuft richtig. Jetzt läuft richtig. Und dadurch, dass es jetzt so krass läuft, können wir anfangen, upsie, Stufe 2 Häuser zu upgraden zu Stufe 3 Häuser. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, wo gibt es Stufe 2 Häuser, die wir zu Stufe 3 upgraden können. Da haben wir auch schon direkt drei Stück gefunden. Da suchen wir uns 3 Stück raus. So. Und jetzt chillen wir. Warten kurz, bis das Upgrade durch ist. Nicht wundern,
der Wohnraum geht jetzt hoch und damit automatisch auch die zugewiesenen Mitarbeiter. Aber das ist kein Problem. So. Klar ist, jetzt geht jetzt ein bisschen die Zufriedenheit runter wegen der Besteuerung und wegen dem Gesetz, aber das ergibt alles Sinn. So, Nahrung haben wir auch hier die ganze Zeit sehr viel Auswahl. Wir haben jetzt genug Holz. Sollen wir mit dem Upgrade fertig sind? Hier sind auch richtig krass am Boomen, was das angeht. Gucken wir, wie sieht es eigentlich mit unseren Waffen aus? Boah, das ist halt echt ein bisschen wenig, ne? Also, vielleicht will ich die anfangen zu importieren? Da hätte ich halt mehr erwartet, ne? Puh. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt das gemacht habe. Und ich muss sagen, Seitenwaffen wirken jetzt nicht sehr stark, ne? Ist der Ofen so viel am Laufen, dass der so lange braucht? Vielleicht einen Rennofen dann nochmal jemanden zuordnen? Hm. Naja. Auf jeden Fall, wir haben jetzt die nächste Stufe erreicht. Wir machen schwerer Pflug. Und upgraden damit einfach unser upgraden damit unser Bauernhaus. Warten kurz, bis das geupgradet ist. Zack. So, verbessere das da mal mit einer Pflugstelle und weise einen Ochsen dem Bauernhaus zu. Kaufen aber jetzt auch mal einen weiteren Ochsen. Zack. Und das ist jetzt erweitert. Und weisen den Ochsen zu. Das heißt, die haben jetzt einen Ochsen, der denen auch noch bei der Landwirtschaft hier hilft. Was echt nicht so schlecht ist. So. Jetzt. Jetzt sind wir fertig. Das heißt, jetzt machen wir nur noch drei Sachen. Und zwar, wir gehen auf Tab. Wir chillen einfach oder lassen idlen, drücken zwischendurch auf Tab und überall, wo ein grünes Haus ist, upgraden wir. Jedes Mal, wenn wir hier sehen, grünes Haus, upgraden wir. Mehr machen wir nicht und lassen das Spiel sonst einfach weiterlaufen. Das ist das Thema Dorf jetzt upgraden. Wir boomen gerade so stark, dass wir mit der Zeit immer mehr Häuser upgraden können. Und die Siedlung ist stabil. Das heißt, wir haben so viel durch Handel und Produktion und so weiter. Die Siedlung sollte bis ins Unendliche überleben und Produktion plus machen. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch Kämpfen. Das heißt, wir müssen weiterhin oder wir müssen unser Gefolge verstärken, was übrigens die stärkste Einheit ist, also hier Gefolge. Und wenn ihr ungefähr 1200 Schatzkammer, was auch immer das ist, Denare, Ruby, keine Ahnung. Hier übrigens wieder ein Haus, ne, können wir upgraden. Das machen wir einfach die ganze Zeit, wenn wir können, ne, wenn wir ein Haus sehen, was grün ist. Sobald ihr ungefähr 1200 Denare habt oder sonst irgendwas, geht hier rein und Waffenknechte anwerben. Das sollte dann passen bei 1400, dass ihr das voll ausbaut. Gibt übrigens auch ein Achievement. Und dann passt das. Also ungefähr 1200, weil es kann auch sein, dass ihr schon kämpft und dann verliert ihr Einheiten. Aber ich glaube 24 mal, wie viel kosten die? 50 macht das dann. So, jetzt wartet ihr. Also klar, weiterhin Tab drücken. Okay, wir sehen Haus, was verbessert werden kann. Haus, was verbessert werden kann. Haus, was verbessert werden kann. So. Mehr machen wir, wie gesagt, nicht. Alles, was wir machen,
Tab drücken und gucken, wann es grün wird oder wird. Wow. Wow. Was ist das? Okay. Alles klar. Das braucht eine Zeit, bis das gebaut ist. Ist das ein Byte? Ich weiß es nicht. Wie viel Gerste haben wir diesmal hier? Ein bisschen mehr. Auf jeden Fall mehr als bei meinen anderen Playthroughs, wo ich das nicht gecheckt habe. Da habe ich dann immer nur so 4 bekommen oder sowas. Was halt echt nicht so geil war. So. Dann warten wir, bis ihr 820 Gold habt. Und was ihr jetzt macht, ihr klickt einfach hier auf jeden Soldaten. Rüstung verbessern. 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 Ihr versteht das Spiel. Es gibt, glaube ich, kein, keinen Quick-Button dafür. Ich kann mal gucken. Sieht aber nicht so aus. So. Passt. Und schon haben wir fully upgraded Soldaten, die echt was drauf haben. So. Und mehr machen wir jetzt nicht erstmal als, ja, wie gesagt, Tab drücken und hier ein bisschen chillen, gucken, wie unsere Stadt wächst. Ich verstehe nicht, warum die es immer noch nicht schaffen, das Brennholz vernünftig zu verteilen. Aber das, denke ich, wird schon irgendwie sich mit der Zeit regeln. So, nächstes Haus. Also, nächstes Haus. Nächstes Haus. Nächstes Haus. Vielleicht schaffen wir es. Ja, okay, bis Ende Jahr 4, dass wir ins nächste Zeitalter kommen. Ich glaube, wir bauen gerade schon sehr viel. Hier ist ja auch noch. Hä? Ist doch. Hallo? Okay. Weird. Achso, ist alles erfüllt und jetzt brauche ich Holz, ne? Ich habe gerade kein Bauholz. Ja, man könnte auch anfangen, Bauholz zu importieren, wenn man möchte, ne? Importiere, keine Ahnung, Bauholz, Brennholz, Gerste und Eisenerz. Also, wenn man es halt schnell machen möchte. Keine Ahnung, haben wir hier Bauholz. Hä, wo ist Bauholz? Feldfrüchte, Handwerksmaterial. Ist das so basic, dass man kein Bauholz importieren kann? Ja, kann man actually nicht. Das ist crazy. Ja, aber es ergibt schon Sinn, dass man das nicht importieren kann. Soll dann so ein Ochse vorbeikommen oder was? So, die brauchen Nahrung und gut, eigentlich ist halt hier genug. Und hier bringt es deswegen 24 Plätze. Ist schon fast komplett aufgebraucht. Und ich glaube tatsächlich, weil die zu weit vom Markt entfernt sind, kriegen die nicht so viel Nahrung, ne? Wenn man sich das hier mal anschaut. Die sind einfach viel zu weit weg. Also besser gewesen wäre, wenn die hier gewesen wären. Aber ich wollte halt die Wildtiere nicht verjagen. Ja, versteht, verjagen, ne, Wildtiere. Man könnte jetzt, ich könnte sonst vielleicht, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber das wäre noch eine Idee, ob man hier einfach so einen Marktplatz hin platziert. Einfach um zu sagen, okay, komm, hier habt ihr noch eine Stelle, wo ihr auch was bekommen könnt. Ja, gerade muss ich halt hier alles upgraden, ne. So. Ja, wie sieht doch ganz gut aus. Wie viel Gerste ist hier? Ja, das ist nicht echt. 465. Das stimmt nicht so ganz. Das ist ein bisschen verbuggt. Oder es zeigt nicht die richtige Anzahl an.
So, hier kommen wieder Weizen jetzt alles rein, weil es wieder Erntezeit ist. Hier Weizen 40%, sehr gut. Es ist nicht ultra hoch, aber passt auf jeden Fall. So, jetzt können wir mal gucken. Ah, okay. Warum ist denn unsere Seitenwaffen auf einmal so viel höher? Also ich beschwere mich nicht. Wir wollen möglichst viel haben an Seitenwaffen. So. Und jetzt lassen wir laufen. Ist immer noch weiter am Bauen, ne, die Dorfbewohner. Yes. Wir kriegen gleich schon die nächste Stufe. Und jetzt einfach upgraden. Falls wir jetzt angegriffen werden sollten, haben wir eine kleine Armee. Brennholz ist nicht so die Waffe jetzt. Oder das, was wir könnten sogar. Warte. Wenn ich Sachen importieren will. Ja, ich könnte jetzt halt auch mehr importieren, ne? So, aber Siedlungsstufe ist erhöht jetzt erstmal. Was ich jetzt einfach mache, ist einfach Pelzproduktion. Weil damit wir weiterhin hier die Gerberei gut arbeitet und wir viel Kleidung haben. Einfach um das hier alles aufrecht zu erhalten. Deswegen Pelzproduktion. Und das wird bei weiteren Siedlungen uns einfach auch gut helfen, dass das auch nie zu einem Problem wird. Leder und Schuhe ist halt einfach viel zu OP. So, jetzt haben wir natürlich die nächste Stufe erreicht. Und jetzt geht es aber genauso weiter. Also wir müssen jetzt unsere Häuser weiter upgraden. Immer noch doof, dass hier sehr viele so viel Brennholz brauchen, aber Brennholz produzieren wir doch eigentlich gerade ganz gut. Also es wird einfach schlecht verteilt, denke ich. Man könnte überlegen, kühlen. Neues Gebäude, Kohlenmeiler. Verwendet 100 in 2 ein Holzkohle um, wodurch Brennstoffvorräte doppelt so effektiv aufgefüllt werden können. Wäre legit eine Idee, dass man das einbaut, damit die Verteilung nicht so schwer ist. Ja, wäre eine Idee. Kann man sich ja mal notieren. Wie heißt das? Köhlerei, okay. Köhlerei. Baue und weise zu. Wie heißt das? Und das findet man unter Industrie? Nee. Berg? Nee. Ah, sammeln, ne? Kohlenmeiler. Ach du Kacke. Kohlenmeier? Meier? Kohlenmeiler. Achso, Meiler. Lul. Leidl, leidl, leidl. Kohlenmeiler, okay. Weil wir haben ja noch 3 Familien, die eh offen sind. Aber das sollte hoffentlich kein Problem sein. Wollen wir mal mehr Holz importieren jetzt? Brennholz einfach. Oh, warte. Was ist, wenn ich einfach Kohle importiere jetzt? Holzkohle. Route erforderlich. Ah, shit. Will ich das? Nee, eigentlich nicht. Ich mach jetzt mal hier 100. Wir importieren jetzt einfach mal mehr Brennholz. Damit ja mal unsere Brennholzpandemie aufhört. Weil das ist nicht das Einzige, was... Also, es ist so krass. Vorher hatte ich Probleme mit Bier. Jetzt habe ich halt einfach Probleme nur noch mit Brennholz.
Will ich eine Route? Ja, okay, schon haben wir, als wir Brennholz erhöht haben, haben wir halt jetzt hier keine Probleme mehr, was das angeht. Necessito. Moment mal. Uff, okay. Jetzt wird gebaut, Leute. Weil die alle jetzt genug Holz haben oder was? Ja, ich glaube einfach, weil wir so viel Holz haben. Und meine Hoffnung ist, dass bessere Häuser auch weniger Holz verbrauchen, ne? Zack. Zack. Alter, jetzt komme ich ja fast schon nicht mehr hinterher mit dem Upgraden. Ja, jetzt fehlt mir das Holz, lul. Jetzt fehlt uns das Bauholz. Um so stark abzugraden, wie wir es gerade machen. Ja. Dann, upsi, verklickt. Hier noch. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ja, und jetzt fehlt halt gerade Tavernzeugs, aber es wird schnell wieder nachgeholt. Ein bisschen Mehl. So wenig Mehl. Upsi. Hä, was war das? Ich glaube, ich habe Q gedrückt. Oh nein! Q heißt das Unassign. Moment. Und müsste ich nicht eigentlich ein noch mehr auf Gemeinschaftsofen haben? Ja. Lul. Eigentlich müssten hier zwei sein. Hä? Moment, aber es hat ja nie ein Problem gehabt. Weil in meinem letzten Playthrough hat sich das Mehl gestaut, weil die mit dem Backen nicht hinterherkamen. Deswegen hatte ich eigentlich noch dazu geschrieben, ich müsste eigentlich schon längst eine Familie noch da drauf haben. Aber ist nicht schlimm. Ist ja alles in Ordnung. Unsere Stadt wächst ja weiterhin und boomt. Von daher. Was ich eben sagen wollte, das Upgraden von Häusern verbraucht das weniger Brennstoff dann, weil sie einfach besser isoliert sind. Ich kann mir vorstellen, dass halt so ein jetzt, wenn man so vergleicht, wo haben Stufe 1 Haus, so ein Haus, obwohl, nee, das, ja, hier, so ein Haus mit so ein bisschen Holz und so und so einem Dach, dann hat man, wo ist Stufe 2 Haus? Hier, dann hat man so ein Haus schon mit, das schon besser, ja. Ja, okay, so viel tut sich da nicht in, der Dämmung, ne? Ja, vielleicht trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Wären wir auf jeden Fall nett. Habe ich vielleicht eben aus Versehen hier Q. Ah, ich glaube, ich habe hier aus Versehen Q gedrückt eben. Und das ist Unassignen. So, und wie gesagt, einfach jetzt chillen. Nicht mehr sehr viel machen. Ja, die sind zu weit weg vom Dorf. Und am Ende des Tages sind die sowieso weitergezogen, also hätte ich auch die Häuser hier hinbauen können. Ich überlege ja gerade einfach mal abzureißen und neu zu bauen. Aber ist jetzt so. Ja, wir ändern jetzt hier nichts mehr, nur deswegen. Ich glaube, ich importiere mal Kohle und guck mir das mal an. Auch wenn ich dafür jetzt eine Handelsroute bauen muss, aber wir haben hier so viel Vermögen. Da ist das schon. Warte, was bringen Kerzen? Wärmen die auch? Warte. Imkerin verbessert die Bienenzucht. Wachs. Ja, damit die Kerzen herstellen. Aber wärmen Kerzen? Nee, also würde keinen Sinn ergeben, dass Kerzen sehr viel wärmen. So, Holzkohle. Machen wir eine Handelsroute. Ja. Wir importieren mal
50 Holzkohle und machen das Brennholz auf 50. Dann gucken wir mal, wie sehr so Holzkohle was bringt. So, zack. Zack. Oh. Nächste. Ja, und jetzt ist wieder mehr Platz oder mehr Bautrupps. Was nicht schlecht ist. Dann werden hier die Upgrades schneller gemacht, ne? Warte, kann ich nicht noch einen Ochsen ordern? Oder habe ich dann zu viele? Ja, dann habe ich zu viele. Wohl habe ich nicht hier eigentlich einen. Okay. Aber die sind eh eigentlich die ganze Zeit da. Von daher weiß ich nicht. Wo Problem? Und hier wird wieder schön gefarmt. Man kennt es. Ah, kleine schöne. Oh. I see green. I press build. Ja. Aber es sieht schon poggers aus. Also muss man lassen. Und für Early Access ist das schon. Mehr refined als manche AAA-Teile. Also, was ich auch noch sagen wollte. Ja. Wenn wir jetzt mal zur Lehmgrube geht, hier ist trotzdem noch jemand assigned und hackt hier einfach unnötig rum. Ich bin kein Fan von Spielen, wo die Ressourcen begrenzt sind. Das hatte ich bei Cities Skylines deaktiviert, die Einstellung. Ich glaube, man kann es hier auch deaktivieren. Bestimmt in den Einstellungen oder so. Hier bei den Starteinstellungen, wenn man spielen möchte. Ich habe es jetzt mal so gelassen, um einfach zu zeigen, dass man trotzdem, auch wenn man diese Einstellung nicht vornimmt, hier fett gewinnen kann. Oder damit gewinnen kann mit dieser Strategie, mit dieser Build Order. Aber ich finde es halt, also Age of Empires, ja, da muss man begrenzte Ressourcen haben auf der Map, weil sonst campen halt alle einfach in ihrer Base. Damit halt das Spiel so wird, wie es ist. Hier finde ich halt so ein bisschen, also, klar, es ist nicht realistisch, aber das Game ist halt auch nicht komplett hundertprozentig realistisch. Von daher, ja. So. Dann, ich mache jetzt mal, wo ist die Köhlerei? Da, Köhlerei. Und dann baue ich jetzt mal eine. Interessiert mich jetzt. Okay, das ist noch da. Wie weit sind wir jetzt eigentlich mit Waffen? Oh, 16. Das ist echt wenig. Wie kommt's, dass es so wenig ist? Kann man hier mal. Ich ordne hier mal einen mehr zu. Mach mal einfach mal mehr Familien. Und dann können wir nämlich hier aufhören, Kohle zu importieren, ne? Warum was? Da. Kein Handel und Brennholz weiter. Null. Ja, was beschwert ihr euch für Holzkohle? Brennholz. Sollt ihr auch gar nicht mehr verwenden, Leute. Das ist outdated. Machen wir mal eine Familie zu.
Okay. Ja, da muss man aufpassen. Immer wenn ihr feindliche Einheit gesichtet seht, ist das ein Zeichen, zu reagieren. Deswegen habe ich auch gesagt, drück auf Pause. Weil, wenn ihr AFK seid und dann kommt einfach so eine feindliche Armee und die zerstört euch dann, ist es ein bisschen unlustig. Die kommen zu uns. Okay, das heißt, wir müssen jetzt kämpfen. So, zack. Wir haben jetzt natürlich jetzt nicht die beste Ausrüstung, weil die ganze Zeit nicht produziert haben. Aber das sollte alles trotzdem möglich sein. Lassen wir schnell mal hier sammeln. Zack. Und hier. Oh, wo sind die? Ah, das ist auch doof. Manchmal sieht man die gar nicht. Genau, hier sind sie. So. Einfach. Genau. Zack, da sind sie. Eine ganz kleine Schlacht. Wir haben zwar jetzt nicht so viele Einheiten, sollten eigentlich mehr sein. Aber so ist das manchmal. Okay. Wir sind natürlich jetzt die ganze Zeit Einheit gesichtet. Warum? Okay, die müssen wir im Auge behalten, wo die hinlaufen. Aber die kriegen wir alle gekillt. Locker. Oha, greifen. Okay, ich greife an. So, das sollten die locker hinbekommen, oder? Die sind schon stärker. So, ihr killt den. Ihr geht vielleicht auf die mal drauf. Weil die da gerade so nebenbei am Nerven sind. So, wenn die jetzt auf die gehen, was ich tatsächlich glaube, zeige ich euch mal das Spielchen, was ich meine. Ja. So, die lassen wir jetzt einfach splitten. Die kämpfen ja noch. So, und dann... Die laufen jetzt weg. So. Kann sein, dass die jetzt gleich auf die wechseln. Dann müssen wir die wegziehen. So, die sind immer noch da am Kämpfen. Okay, die haben da keine Familie gekillt. Ich weiß nicht, ob die welche killen kann. Wäre das erste Mal, dass die es schaffen. Lul. Ja, die haben es geschafft. Die sind weg. Ja, sind sie. Okay, dann können die jetzt da drauf. Ja, die laufen halt jetzt die ganze Zeit. So, jetzt laufen die denen hinterher. Das heißt, die laufen weg und die schießen drauf. Das heißt, so ein Bogenschützen... Ja, und die killen dann auch mit der Zeit Leute. Also so ein Bogenschützentrupp kann dann eine feindliche Einheitentruppe erstmal für eine Zeit lang beschäftigen, sodass das kein Problem ist. So, jetzt haben wir abgewehrt, ne? Genau, und jetzt können wir einfach sagen, Einheiten auflösen und die Einheiten entfernen. Euer Gefolge müsst ihr wieder aufpäppeln, das heißt, die fügt ihr hinzu und alle einfach wieder verbessern. Mit der Zeit solltet ihr so viel haben, dass das automatisch, also dass ihr sowieso genug habt. Genau. So, jetzt sind wir schon an der letzten, am letzten, sage ich mal, Schritt angelangt. Jetzt müssen wir nichts mehr upgraden. Wir sind am letzten Punkt angekommen. Und zwar, jetzt müssen wir warten, bis wir ungefähr bis wir 2000 Anspruch haben, Einfluss, sorry. Weil dann haben wir genug, um ein anderes Gebiet einzunehmen. Das heißt, jetzt chillen wir. Oder wenn jemand versucht, hier, keine Ahnung, irgendwas anderes einzunehmen. Also ich würde ja gerne jetzt hier mit Einfluss beanspruchen. Aber wir haben nur 1900. Das heißt, wir müssen einfach warten, bis
sich das entsprechend erhöht. Ich weiß gar nicht, wie man das erhöhen kann. Sieht jetzt aber nicht irgendwie besonders aus. So, genau, Leichen müssen bestattet werden. Wir hatten hier die Leichengrube hingestellt. Die sind jetzt auch schon am Arbeiten. Es kann sein, wenn es ein richtig fetter Krieg ist, besonders wenn ein anderer Herrscher kommt, was so im Jahr 6-7 sein könnte, wenn ihr nicht so schnell boomt, wie ich es jetzt gemacht habe, dann könnte eine recht fette Armee kommen. Und in dem Fall müsst ihr und in dem Fall, wenn dann sehr viele Einheiten sterben, dann kann es sein, dass kurz eure Zufriedenheit super gering ist, weil wie ihr seht, nicht bestattet Leichen geht runter oder macht hier Approval negativ und wenn halt eine richtig fette Schlacht ist und da liegen so viele Leichen, dann kann das auch schon mal sehr, sehr gering sein. Aber ja, hat ja jetzt funktioniert, von daher passt das ja. So. Was ich überlege, ob man nicht noch die Idee fahren könnte, aber das glaube ich brauchen wir nicht, Rüstung zu machen. Aber glaube ich nicht. Sonst könnte man überlegen, das zu importieren, oder? Also, ich habe jetzt halt, jetzt ist eigentlich die Build-Order fertig. Und der nächste Schritt ist eigentlich nur noch, neues Land einzunehmen. Und dann kommt der Joke. Wenn er das neue Land eingenommen hat, startet die Build-Order einfach von vorne. Weil, da sie überall funktioniert, müsst ihr nur einmal das Ding machen. Was funny ist. Very, very funny. Noch eine andere Idee wäre vielleicht, Speere und große Schilde zu gehen, weil dann muss man hier nicht die ganze Zeit warten, bis das aufgebraucht ist. Was ist das eigentlich? Sind das Armbrustschützen? Vielleicht fügen die das noch hinzu. Was da alles kommt, vielleicht kommen da noch Reiter und alles, also das wäre schon krass. So, Helme sind wir auch richtig viel am machen. Ja, wir könnten mal gucken, was kann man denn so. Yo! Einfach mega teuer. Jetzt die Frage, macht man Kettenrüstung? Ja, könnte man importiere. Was könnte man machen? Wie viele Kettenrüstungen? Man kann ja mal rechnen. Wir können wie viele Armeen? Immer 36, ne? Und Maximum ist 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir holen unseren Taschenrechner raus. 5 mal 36, das macht 180. Theoretisch gesehen sollten wir auch maximal 120 Schilde und 120 Bögen verkaufen. Also, dass das unser Threshold ist, ne? Ja, kann man einstellen. Also, was man halt hier sagt. Lieber bei Waffen, Kriegsbögen machen wir 120 und bei Kleinschilden, upsie, machen wir 120, so. Helme lassen wir einfach mal. So, dann. Ja. Was man halt sagt, Plattenrüstung? Boah, Plattenrüstung ist, glaube ich, hier mega, mega krank stark. Also. Aber können wir ja mal machen. Und dann Handelsroute einrichten. Und dann Import 120. 120? Sollen wir gucken mal, ob das uns in den finanziellen Ruin treiben wird. Plattenrüstung. 120 Überschuss. So als Endstadium der City. Jo, wir haben einfach schon 150 Plattenrüstungen.
So, kleine Schilder und dann Seitenwaffen, okay. Achso, dann könnten wir noch Stangenwaffen importieren, ne? Stangenwaffen und Plattenrüstung. Jo. Import. 100. Es verbuggt manchmal ein bisschen, ne? 120. I mean, wir haben Money, ne? Wir haben richtig Money. Aber was ich mich frage, okay, wir lassen die mal importieren. Und weiter hier auch produzieren und so weiter. Und dann gucken wir mal. So, hier ist auch, theoretisch gesehen jetzt auch alle Holz, also Brennholz. Das mit der Kohle scheint echt gut zu funktionieren. Oder was passiert beim Markt? Oh. 4 Stück, das heißt, hä? Waren nur 8 frei? 6 Stück? Ja, stimmt, 6 Stück. Und hier sind keine frei. Ja, man könnte... Ja, Markt passt schon, also... Oh, man könnte mal den Markt dann auf statt 24 Felder... Ja, mal auf 30 erhöhen, so ganz am Anfang, ne? Mit mindestens 30 Plätzen. Ist ja der Markt ein bisschen größer, dass wenn das halt hier so eskaliert mit der Produktion, dass es noch höher geht. Oh, allgemeines Lager voll. Nö, ist es nicht. Achso, das ist auch manchmal verbuggt, wenn hier das Holzlager, weil der Sägegrube, die hat ja nur ein Holzlager. Wenn dann 2 Stück kommen, dann kommt da irgendwie so eine Meldung. Und die Meldung ist wegen den Ochsen, die wir zu viel bestellt haben, lul. Ja, man könnte jetzt auch einen Anbindelbalken noch bauen, aber das ist alles unnötig. So. Zenit. Ah, Moment. Ah, machen wir. Ach so, ja, man muss hier bauen, das Bosch, 10% Zenit. Ah, man muss das noch erhöhen. Lul. Ja, macht einfach 10% Zenit. Lul. Dann sollte sich das ja, also der Anspruch auch erhöhen. Was ist Zenit? Keine Ahnung. Ich habe durch das Game echt ein paar neue Wörter kennengelernt. Ja, hätte ich das früher gemacht, hätte ich jetzt auch viel schneller Einfluss gehabt und hätte das neue Gebiet erobern können. Also man kann hier schon, glaube ich, relativ schnell so mit Anspruch. Wie viel Anspruch haben wir genau? Kann man das irgendwo sehen? Ist nur 2.000, aber die genaue Zahl sieht man nicht, ne? Nee. Immerhin. So. Und jetzt, Yo! Hä? My math ain't mathin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 36 macht 180. Habe ich nicht 180 bestellt? Habe ich nur 120 bestellt? Handelsposten, Handel. Militia. Oh, ich muss 180. Achso, und das heißt, wir müssen auch 180 Kriegsbögen Limit und 180 kleine Schilde, ne? Und 180 Platten. Damit wir die richtige Anzahl haben. Jo. Okay, dann passe ich das auch direkt an. 180. Und da 180. Da ist halt instant gekauft, ne? Weil wir einfach so viel haben an Ressourcen. Das ist schon crank. Kriegsbögen haben wir sowieso auch noch genug. Nur Seitenwaffen ist halt, ne? Lager ist voll, Handelsposten. Yep. Das glaube ich dir.
Können wir noch ein Lager zuweisen. So. Ja, das ist es eigentlich soweit. Jetzt haben wir genug Anspruch. Ja, so, jetzt machen wir mal Angriff. Das heißt, wir können mal... Machen einfach mal so. Das ist unsere Armee. Alter. Okay. Mit Einspruch bei... Ja. Das wird dem bestimmt richtig gut gefallen, dass ich das beanspruche. Uff. Okay, so, jetzt will er halt Krieg machen. Hier ist der War. Konversation beenden, juckt uns nicht. So, und die sehen doch eigentlich ganz gut aus, ne? So, wo seid ihr denn? Könnte ich nicht sogar mehrere Kriege gleichzeitig jetzt führen? Ja, machen wir es einfach so. So, wo seid ihr denn? Kommt ihr auch? Oder? Mal ein bisschen. Ah! Oh, lul! Okay, das ist dreist. Das ist dreist. Dann ziehen wir die zurück. Die bleiben hier. Und die müssen schnell zurück. Das ist echt ein bisschen doof, dass man nicht sieht, wo die dann hinkommen. Okay. Ja, der pausiert halt jetzt 10 Jahre. Ey, ich glaube, wir haben feindliche Einheit entdeckt. Vielleicht lassen wir die dann hier und schicken die mal hier hin, ne? Okay, ich sollte die aber relativ schnell überrennen können, ne? So, sobald die down sind, sollen die sich mal um die Bogenschützen kümmern, weil die nerven. Ja, das soll der
weiterhin verfolgen. Na, die flüchten. Wo seid ihr? Ah, die flüchten. Wait. Können die jetzt die ganze Zeit verfolgen? So, die haben aufgegeben. Sehr gut. Jetzt würde ich fast sogar sagen... Hä? Wo? Ach, da. Ah, okay, jetzt müssen... Okay, weil jetzt... So. Ihr beiden könnt auch gerne hier hin. Das heißt... Ne, machen so. Und... Ihr löst euch auf. Das wollte ich nicht. So. Und jetzt möchte ich neue Truppen. Weil, wir können ja jetzt mal zack, zack, zack. Okay, davon haben wir nicht so viele. Das heißt, vielleicht sollten wir... Ah, uns fehlt's an Männern, ne? Dann ist aber egal. Sollen die sich hier mal sammeln? Dann ist das erstmal hier der Haumtrupp, der zu Hause bleibt. Während die hier mit neuen Truppen kommen. Ja, aber leider kann man nicht hier... So. Mit Doppel... jetzt, wenn ich zweimal zwei... Also... zweimal auf zwei drücke, dann passiert da nichts. Einfach mal hier bleiben, weil der ja anscheinend gerne einfach mal so random erscheint. So. Ja, das soll's werden, oder was? Okay. Ja, ich überrenne die ja. Was ist das so ein Typen hier? So, und jetzt gehört uns die Region. So, die dürfen sich auflösen. So, die dürfen sich ja erst auflösen, wenn die im Gebiet sind. Das heißt, ich lasse jetzt hier mal reinlaufen. Zack. Aufgelöst. Die sind alle noch am Leben. Ja. Das passt. So. Und somit haben wir eine neue Region eingenommen. Ja, und jetzt theoretisch gesehen im neuen Gebiet, wenn man hier drauf geht, sieht man, hier ist nichts. Und jetzt gehe ich auf Verwaltung. Siedlerlager und könnt mir einen super Platz aussuchen. Zum Beispiel, wenn man hier mal überlegt, wo will ich hin? Eine Superstadtregion wäre vielleicht hier. Hier so, ne? Oder hier. Vielleicht sogar hier am Hauptweg. Das heißt, ich würde jetzt hier mein Lager hin platzieren.
Stadt mit üppigen Ressourcen. Confirm. Und der ganze Spaß beginnt von neu. Und mit der Bilder, da kann man wieder genauso starten. Man macht genau das Gleiche. Und mit dem hier kann man das meinte ich übrigens hier mit super vielen Leichen. Jetzt liegen hier super viele Leichen rum. Das ist natürlich jetzt ein bisschen für die Zufriedenheit super schlecht. Aber ja, das geht wieder in Ordnung. Und von daher passt das auf jeden Fall. Also, genau, jetzt fängt man hier einfach mit den gleichen Sachen an. Macht genau das Gleiche. Und schon passt das. Yes. Bis man alles eingenommen hat. Das werde ich jetzt, glaube ich, auch machen. Einfach alles einnehmen. Lull. Und ja, dann war es das mit der Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr actually so lange geschaut habt. Lull. Und ja, bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Und sage tschö. Bis dann und man sieht sich. Ciao.